sehr geehrten Damen und Herren. Ich lese gerade Corona verstehen und als Physiker springt mich das natürlich sofort an, das Wort verstehen, weil das immer natürlich ein großer Ansatz ist. Wir sind in der Physik schon froh, wenn wir etwas beschreiben können, konsistent verstehen, warum es jetzt die Schwerkraft gibt oder warum sie so ist, das ist schon wieder eine zweite Frage. Wie auch immer, ich darf Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung begrüßen, Spectabilis, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es geht um die Pandemie verstehen. Die Pandemie begleitet uns nun schon fast seit 2 Jahren und sie hat die Gesellschaft, die Universität und jeden Einzelnen von uns natürlich vor durchaus große Herausforderungen gestellt. Die Universität Innsbruck hat diese Herausforderungen, glaube ich, sehr gut gemeistert. Wir waren ja die erste österreichische Universität, die auch damals rechtzeitig reagiert hat. Wir haben umgestellt auf Fernlehre. Wir haben auch die Forschungsagenten entsprechend organisiert. Es waren die Gebäude teilweise geschlossen. Aber natürlich, die Universität selbst und ihre Aufgaben sind nicht unterbrochen worden. Die Universität war insofern nicht geschlossen, wie manchmal in Medien kolportiert wurde, sondern eigentlich hat diese Universität sehr erfolgreich diese letzten 3 Semester agiert. Und wenn man in die Leistungsdaten der Universität hineinschaut, zum Beispiel in die Wissensbilanz 2020, sieht man, dass wir in unserer 350-jährigen Geschichte noch nie ein so erfolgreiches Jahr hatten, wenn man rein sozusagen die Zahlen hernimmt. Aber ja, es war und ist natürlich eine Gesundheitskrise und als solche wurde sie auch zuerst einmal als medizinisches Problem begriffen und insofern wären oder waren zuerst einmal Virologinnen und Virologen angesprochen, die uns das Phänomen versucht haben zu erklären, allerdings meines Erachtens nur mit mäßigem Erfolg. Als Normalbürger hat man das Gefühl gehabt, hier weiß eigentlich niemand ganz genau Bescheid. Und wenn ich mich an das Interview gestern Abend erinnere mit dem Gesundheitsminister, dem die Frage gestellt wurde, ob er eine Klärung hat, warum jetzt auf einmal das von 2000 auf 4000 ansteigt, grosso modo, dann musste er passen. Und ich denke, das ist genau das Problem, dass also derartige Phänomene nach wie vor von den Medizinern eigentlich nicht wirklich gut verstanden werden, um also wieder beim Wort verstehen zurückzukommen. Aber klar, wir haben alle verstanden, dieser Virus ist nicht ohne. Dieser Virus bringt aber, wie wir und vor allen Dingen Sie hier initiiert haben, er bringt mehr mit sich als volle Intensivstationen und eben in manchen Fällen Long-Covid. So ist also durch Sie in diesen Anfangszeiten damals der Pandemie die Idee zu einer Tagung entstanden. Die erste Auflage fand im November 2020 statt. Im Übrigen damals die erste virtuelle Tagung. Ich kann mich noch gut erinnern. Ich habe mich auch sehr gefreut, dass das sozusagen so rasch dann hier wieder in die Gänge gekommen ist. Und damals konnten Sie meine Begrüßung auch nur beim Video hören. Heute findet diese Tagung in hybrider Form ihre Fortsetzung. Und wenn ich jetzt so in das Publikum schaue, stelle ich fest, dass also scheinbar die Videoteilnahme die präferierte ist. Also dass hier durchaus schon eine Abstimmung mit den Füßen für diese Form der Transmission und der Wechselwirkung stattgefunden hat. Ich danke also hier an dieser Stelle natürlich ganz herzlich den federführend beteiligten Kolleginnen für diese ganz sicherlich wichtige und einzigartige Initiative. Ich darf hier die Namen kurz noch einmal verlesen. Elisabeth Dietrich Daum, Franz Eder, Andreas Exenberger, Marina Hilber, Jan Hinrichsen, Wolfgang Meixner, Mike Peters, Dirk Rupnow und Malte Diesen.
sind hier die federführenden Kolleginnen. Ja, neben Medizin und Naturwissenschaften, und ich denke, gerade die Naturwissenschaften waren ja hier vielleicht, wenn man an das Vakzin denkt, hier wesentlich auch beteiligt, wird also diese Pandemie aus der Sicht der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften jetzt wahrscheinlich intensiv beleuchtet werden und eben Corona eben auch als gesellschaftliches, politisches, kulturelles und wirtschaftliches Phänomen behandelt. Es geht eben sozusagen auch von Fake News über Populismus als Folge der Krise bis zu den Auswirkungen des Tourismus, wenn ich zum Kollegen Mike Peters hinüberschaue. In sehr vielen Forschungsprojekten haben sich also an dieser Universität Kolleginnen und Kollegen eingebracht aus unterschiedlichsten Fachbereichen. Sie haben also teilweise eben durchaus auch versucht, hier mitzuwirken bei der Bekämpfung, aber auch sozusagen sich zu beschäftigen mit den Auswirkungen und Folgen dieser globalen Krise. Insofern freut es mich sehr, dass die Universität Innsbruck hier irgendwie Pionierarbeit leistet, heute diese Plattform bietet, auf der eben diese Ergebnisse entsprechend präsentiert und vielleicht auch diskutiert werden. Man könnte sagen, gerade diese Universität ist natürlich besonders prädestiniert für diese Tagung und für diesen Diskurs, weil wir also hier als Volluniversität einen idealen Rahmen für eine solche interdisziplinäre Veranstaltung bieten. Das zeigt auch die Beteiligung der zahlreichen Bereiche unserer Universität, und ich habe hier eine Liste von der Philosophisch-Historischen Fakultät bis hin zur Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften, aber eben auch unsere Forschungsschwerpunkte und Forschungszentren, wie eben der Forschungsschwerpunkt der neue EPOS, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, der schon sehr arrivierte kulturelle Begegnungen, kulturelle Konflikte, dann das neu gegründete Center Interdisziplinäre Geschlechterforschung Innsbruck, CGI, und eben auch die beiden Forschungszentren Tourismus und Freizeit sowie Medical Humanities. Also alles Verbünde unseres sehr erfolgreichen Schwerpunktforschungssystems. Insofern wünsche ich Ihnen, aber ich bin ganz überzeugt davon, dass Sie es haben werden, zwei spannende Tage. Dankeschön. Sehr geehrter Herr Rektor, lieber Tillmann, liebe Kolleginnen und Kollegen hier im Raum in Präsenz und alle, die uns an Ihren Empfangsgeräten von zu Hause zugeschaltet sind, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute eine hybride Veranstaltung eröffnen können, die uns auch wieder den persönlichen Austausch eben unter Kolleginnen über dieses, glaube ich, weiterhin wichtige Thema ermöglicht. Der Rektor hat es gerade schon erwähnt. Sehr kurz nach dem Beginn des ersten Lockdowns im vergangenen Jahr begann so in einer Gruppe, Elisabeth Dietrich-Daum, Marina Hilber, Wolfgang Meixner und mir, begann so eine Diskussion: Müssen wir nicht Dinge sammeln, was gerade so gesagt wird, veröffentlicht wird über die Pandemie, natürlich für uns auch gerade mit so einem historischen Blick, was sind so historische Vergleiche, die im Raum stehen, die man sich anschauen könnte. Müssten wir nicht vielleicht eine größere Diskussion unter Kolleginnen eröffnen, aha, welche Fächer kommen da dann noch in Betracht, ganz viele Fächer an unserer Fakultät, aber auch an anderen Fakultäten. So haben wir dann mal ein bisschen rumgehört im ersten Corona-Jahr an der Uni und eben einen Termin festgesetzt für eine erste Tagung. Ich glaube, unsere Annahme war, wir bestreiten so einen halben Tag mit ein paar interessanten Diskussionen. Am Ende gab es ein sehr starkes Feedback darauf, sodass wir dann zwei volle Tage mit jeweils zwei Parallelpanels abgewickelt haben, rein virtuell im letzten November, ungefähr vor 11 Monaten. Und es war, glaube ich, damals ein sehr beeindruckender Überblick, was unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen, die eben nicht primär mit diesem Thema verbunden werden, wie die Medizin oder Pharmazie oder Virologie,
zu dieser Pandemie, zu diesem gesellschaftlichen Ausnahmezustand, in dem wir uns seitdem befinden, zu sagen haben. Die Kunsthistorikerinnen waren dabei, Geschlechterforschung, natürlich viele Historikerinnen, Literaturwissenschaften etc. etc. Tatsächlich damals, glaube ich, soweit ich das auch gesehen habe, eine der ersten Tagungen, die sich eben aus diesen Perspektiven mit Corona beschäftigt hat. Und danach, damals glaube ich, eben war das Mindset, als wir im November in der Tagung waren, aha, Anfang des kommenden Jahres wird Corona dann endgültig vorbei sein. So wie ganz am Anfang, als wir darüber anfingen nachzudenken, ja, die Annahme war, nach Ostern wird es vorbei sein. Ich glaube, inzwischen haben wir gelernt und verstanden, dass das Thema bei uns bleiben wird, dass die Folgen tatsächlich nachhaltig sind und uns weiterhin begleiten werden, dass es nicht ein Thema ist, das schnell vorbeigeht. Vielleicht, obwohl ich am Anfang persönlich auch sehr skeptisch war, in ein wie großer Einschnitt das sein wird, die Corona-Pandemie. Ich denke, wir wissen inzwischen alle, dass man tatsächlich wohl in Zukunft von vor und nach Corona unterscheiden wird und dort auch Unterschiede sehen wird. Und insofern war es auch naheliegend, zu sagen, wir wagen nach einem weiteren Jahr nochmal einen Blick auf das Thema, was sich inzwischen getan hat, was man nach einem weiteren Jahr dazu sagen kann oder sagen muss, auch im Hinblick darauf, dass in der Zwischenzeit sehr viele neue Forschungen tatsächlich entstanden sind, empirische Arbeiten dazu gemacht worden sind. Und genau das eben versuchen wir jetzt hier in diesem Take-Two gewissermaßen, der in einem neuen Setting dann zusammengesetzt wurde. Und Tilman Merk hat eben die beteiligten Kolleginnen, ich brauche sie jetzt nicht nochmal aufzählen, aber ich danke euch allen herzlich für die tolle Zusammenarbeit. Wir sehen uns ja auch heute das erste Mal in Präsenz alle, weil die ganze Vorbereitung lief noch rein virtuell ab. Haben also dieses Team ein bisschen neu zusammengestellt, neue Kolleginnen hinzugeholt, vor allem auch Fakultäten hinzugeholt, die letztes Mal noch nicht so präsent waren, die aber jetzt sehr viel Forschung dazu machen in der letzten Zeit, wie eben die Fakultät vom Kollegen Eder für soziale und politische Wissenschaften. Es ist der neu gegründete Forschungsschwerpunkt Wirtschaft, Politik und Gesellschaft dabei. Auch beim letzten Mal war Medical Humanities schon eine starke Stütze für diese Veranstaltung. Aber wir haben jetzt eben auch Freizeit und Tourismus oder Tourismus und Freizeit mit im Boot, wieder die Geschlechterforschung und so weiter. Sie sehen also hier auch einen beeindruckenden Überblick über die Forschungsinfrastrukturen dieser Universität, die sich in den letzten Jahren herausgebildet haben und die hier einfach ihre Interessen und Stärken und Kompetenzen und Expertisen bei dieser Tagung zusammenspielen. Wie gesagt, euch allen nochmal herzlichen Dank. Es war wirklich auch eine tolle, interessante Vorbereitung. Wir haben ja sehr, sehr lange überlegt, wie man das aufsetzen könnte, weil die Themen sind endlos und irgendwie muss man sie ja strukturieren, damit es nicht total wahllos wird, und überlegen, was nimmt man herein und unter welcher Überschrift nennt man es herein und wie kombiniert man es. Da haben wir sehr lange drüber nachgedacht, weil es, glaube ich, ganz verschiedene Möglichkeiten gegeben hätte. Am Ende haben wir uns darauf verständigt, das erschien uns sinnvoll, gewissermaßen vier Schneisen durch das thematische Dickicht zu schlagen, das eben hier um Corona und die Folgen davon sich ergeben hat in den letzten ein, dreiviertel Jahren. Die erste Schneise, mit der wir heute beginnen werden, unter dem Titel Corona kommunizieren. Ich glaube, uns ist alle klar geworden, wie wichtig mediale Kommunikation ist in verschiedener Hinsicht, wie Politikerinnen darüber kommunizieren, wie die Wissenschaft kommuniziert. Du hast es auch angesprochen, Tilman. Aber auch, wie sich über Medien Verschwörungstheorien verbreiten, über neue soziale Medien etc. etc. Also dieses Kommunikationsthema erschien uns eigentlich ganz zentral und deshalb auch ein sinnvoller Auftakt zu sein, den heute in der Früh Wolfgang Meixner dann moderieren wird. Zweite Schneise, die wir durch das Thema schlagen, Leben mit
Corona, dann heute Nachmittag moderiert von Jan Hinrichsen, von den europäischen Ethnologen bei uns. Auch das ist, denke ich, klar, das wissen Sie alle, Corona hat eben, wie schon gesagt, nachhaltig unser Leben verändert, bestimmte Praktiken verändert. Wir sehen das eben auch hier. Die Tatsache, dass wir eben hybrid veranstalten, hat auch natürlich unsere Praktiken an der Universität verändert, wie wir lehren, wie das wahrgenommen wird, was wir anbieten. Es gibt eben jetzt zwei Möglichkeiten, die man wählen kann. Und das gilt natürlich für ganz, ganz viele Bereiche in der Gesellschaft, dass sich Praktiken, Lebenspraktiken, auch Alltagspraktiken verändert haben. Und da versuchen wir einen Blick in dieser Nachmittagssession drauf zu werfen. Ich freue mich sehr, dass eben die Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften dieses Mal ganz stark eingestiegen ist. Beim letzten Mal wart ihr noch nicht dabei, aber ihr habt da jetzt thematisch einiges aufzubieten und deshalb war es eben naheliegend, auch die Fakultät als Mitorganisation hineinzunehmen. Danke dir, Franz, auch für den Input und die Vorschläge und fürs Mitdabeisein und Mitorganisieren. Herzlich willkommen nochmal von meiner Seite. Ich freue mich sehr, dass wir hier auch wieder in direkte Interaktion treten können, aber auch das Publikum eben an den Bildschirmen ist dazu eingeladen, das Chat-Tool zu nutzen, das uns inzwischen vertraut geworden ist, und darüber Fragen einzuspeisen. Und damit darf ich das Wort an Franz Eder übergeben, der die letzten zwei Schneisen noch schlagen und erklären wird. Bitte, Franz. Ja, sehr geehrter Rektor, lieber Dirk, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte Sie alle auch im Namen meiner Fakultät, der Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften, willkommen heißen. Es freut mich diesmal ganz besonders, dass auch wir, nämlich die sozialwissenschaftlichen Disziplinen, bei so einer Konferenz vertreten sind. Aber was können wir Sozialwissenschaftler eigentlich zum Thema Corona beitragen? Ich habe mir diese Frage die letzten Wochen immer wieder gestellt und ich muss zu meiner Schande gestehen, beantwortet hat sie mir ein Atmosphärenwissenschaftler, vorigen Freitag, nämlich beim Dies Academicus, das war Georg Kaser, der im Zuge seiner Laudatio auf einen Kollegen der ETH Zürich meinte, dass die Klimakrise im Vergleich zur Corona-Krise eine wirkliche Krise sei, viel veritabler. Aber er meinte eben, es ist einfach spannend zu sehen, dass man, während man bei Corona sehr rasch und entschieden handelt, und das kann man durchaus sagen, bei allem Hin und Her, bei der Klimakrise genau das nicht tut. Und die Frage, die wir uns Sozialwissenschaftler eigentlich stellen, und damit haben wir dieses sozialwissenschaftliche Erkenntnisinteresse auch umrissen, warum ist das so? Es geht bei uns in den Sozialwissenschaften nämlich darum, wenn wir jetzt an diese Pandemie und die Krise denken, uns zu fragen, was die Krise mit uns Menschen, aber vor allem mit unseren Gesellschaften und den politischen Systemen macht und umgekehrt, wie wir als Gesellschaft und wie die politischen Institutionen auf diese Krise antworten und idealerweise nach konsensualen Lösungen suchen. Das werden eben auch die Themen sein, mit denen wir uns morgen am Freitag bei den zweiten zwei Schneisen auseinandersetzen werden. Wir beginnen mit der Session 3 zum Thema Regieren und Partizipieren in Zeiten von Corona. Der erste Vortrag wird dort von Alexander Bogner gehalten, von der Akademie der Wissenschaften, der seinen preisgekrönten Essay präsentieren wird zur Rolle von Expertinnen und Wissenschaftlerinnen bei der Politikgestaltung, wo er wirklich sich anschaut, welchen Einfluss haben denn wir als Wissenschaftler auf die Politik und die Gestaltung von Politik. Marcello Jenny wird uns dann zeigen, wie sich der politische Wettbewerb durch Corona und die Pandemie verändert hat. David Schiestl wird uns aktuelle Umfragedaten präsentieren und uns zeigen, wie die Gesichter der Einsamkeit in der Pandemie ausschauen. Abschließen wird das Ganze dann der Kollege Reinhard Heinisch, einer der führenden Populismusexperten, der uns zeigen wird, welchen Einfluss hat denn Corona auf die Frage von Populismus oder auf den Populismus in Österreich. Bei der letzten Session, die das ganze Konferenz dann eben abrundet, haben wir uns an Herbert Grönemeyer und seine Frage "Bleibt alles anders?" orientiert. Martin Lohmann wird uns zeigen, welche Auswirkungen Corona auf den Tourismus hatte und wie sich der Tourismus vielleicht durch Corona ändern kann oder wandeln muss. Barbara Juhn wird über die psychosozialen Auswirkungen der Pandemie sprechen.
Und Judith Löffler-Rack wird zum Phänomen von Long-Covid sprechen. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr schönes, abgerundetes Programm, das eben aus mehrerlei sozialwissenschaftlichen Perspektiven auch einen Blick auf diese Debatte wirft. Abschließen wird es dann die Marina Hilber und Malte Theissen, die die Abschlussdiskussion moderieren werden. Ich bin gespannt auf die Vorträge und die Diskussionen und möchte mich nochmal bei allen Beteiligten, der Rektor hat sie erwähnt, bedanken, auch bei den ganzen Förderern, angefangen vom Vizerektorat Forschung über die Forschungsschwerpunkte, die Fakultäten und die Forschungszentren. Vor allem danken möchte ich aber auch den Kolleginnen aus dem allgemeinen Personal und den studentischen Mitarbeitern, dem eigentlichen Maschinenraum universitären Lebens, ohne die so eine organisatorische Veranstaltung nicht möglich wäre. Ja. Vor allem, wer das jetzt in den letzten Tagen mitbekommen hat, solche Konferenzen starten dann immer mit technischen Problemen. Die wurden gelöst und die wurden bravourös gelöst von eben diesen Kolleginnen. Danke nochmal dafür. Allen Teilnehmern und Teilnehmerinnen wünsche ich inspirierende Vorträge und spannende Diskussionen und danke. Ja, danke dir, Franz. Mir ist jetzt nur gerade aufgefallen, es ist uns etwas jetzt durchgerutscht, was nicht passieren darf, nämlich unsere Keynote. Die haben wir jetzt bei den vier Schneisen nicht erwähnt. Die steht natürlich quer dazu, gewissermaßen. Aber da unser Keynote-Speaker schon anwesend ist, sei noch darauf verwiesen. Heiner Fangerow, herzlich willkommen. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben, nach Innsbruck zu kommen. Heute 17:30 eben auch für die, die sich nur virtuell zuschalten. Heiner Fangerow aus Düsseldorf wird uns die Keynote-Lecture halten zum Thema das invektive Potenzial der Pandemie Covid-19 und die Dynamik menschlicher Kränkungen, moderiert von Elisabeth Dietrich-Daum. Auch das nochmal, also ein Programmhinweis, glaube ich, ganz wichtig, einer der Highlights dieser Konferenz. Und damit würde ich an das erste Panel übergeben und Wolfgang Meixner hier das Feld überlassen und Mike Peters und Marius Meyer. Ja, schönen guten Morgen auch nochmal von meiner Seite, allen hier im Saal und allen on air. Ich denke, wir hatten gestern einen fulminanten Auftakt mit der Lesung aus diesem Buch. Das hat uns wiederum gezeigt, ja wie schon beim ersten Mal, dass die Brücke zwischen Kunst und Wissenschaft trägt. Ich denke, das ist eine schöne Brücke, die man viel zu selten heute nützt. Wir haben sie genützt und ich möchte einfach drei Aspekte hervorheben, die Frau Podrojovic gestern gesagt hat, uns gezeigt hat, weil sie eben auch für diese Tagung, wie wenn wir es abgestimmt hätten, ich habe das Buch natürlich schon vorher gelesen, darum habe ich schon gewusst, aber die Planung der Tagung war ja da noch nicht fertig. Das ist die lange Dauer, die sie angesprochen hat. Die lange Dauer, sie hat das Buch geschrieben, wo sie nicht gewusst hat und wir heute nicht wissen, wann Covid vorbei ist. Diese lange Dauer und die außergewöhnlichen Dinge, die damit verbunden sind. Und sie misst das an zwei Ereignissen, die eigentlich unvergleichbar sind, ja? Nämlich mit der Belagerung von Leningrad, 28 Monate, ja? Und eben mit der Belagerung von Sarajevo, 1425 Tage. Ja? Jetzt kann man natürlich messen, wie lange Covid schon dauert, das kommt daran ran, das ist nicht vergleichbar, aber eben, das finde ich dann schon spannend und das kann ich allen empfehlen, zu lesen, wie sie das rausschält. Ja? Und das Zweite, das ist auch so ein Punkt, der uns auch auffällt, ist, und da ist der Satz, ich habe ihn nur mehr sinngemäß jetzt im Kopf, den sie gestern auch nochmal gesagt hat, wie eben Dinge von Metaphern zu realen Erleben werden. Sie macht das am Gefühl des Hungers und der Kälte machbar. Ja? Und das ist vielleicht auch ein bisschen eine Kritik gewesen an das, wie wir Covid empfinden. Sehr viel mit Metaphern. Wir können nicht ins Gasthaus gehen und sind schon gekränkt, aber die Supermärkte sind voll. In Leningrad hat man nicht mehr Ratten essen können, weil es keine gegeben hat. Ja? Man hat nichts mehr heizen können, weil
weil es kein Holz mehr gegeben hat. Man hat das Papier nicht verbrennt, darauf hat sie auch hingewiesen. Also es gibt noch Kultur, auch in einer Zeit der Unwirklichkeit. Und auch dieses Thema hat uns beschäftigt, weil ja in Corona keine Kultur mehr möglich war. Wir konnten sie nicht sehen. Und der dritte Punkt, und das ist schon der letzte, auf den ich hinweisen möchte, der sich hier verbindet, ist diese Empfindung der Umgang mit diesen Phänomenen. Ja? Sie hat sich ja mit Menschen, die in Sarajevo gelebt haben, diese Zeit miterlebt haben, unterhalten. Sie hat auf spannende Literatur hingewiesen, die Miterlebende aus in und aus Leningrad geschrieben haben aus dieser Zeit. Und sie hat, denke ich, ein Buch geschrieben, das wahrscheinlich eines der ganz wichtigen Bücher sein wird, das über diese Zeit schon am Beginn geschrieben ist. Und das ist auch ein spannendes Phänomen. Sehr oft werden bei Krisen die wirklichen Bücher davor geschrieben und nicht danach. Das ist eigentlich auch eine, finde ich, ganz interessante, zumindest meine subjektive Feststellung. Ja, damit darf ich aber zur heutigen Session kommen, die, wie schon gesagt wurde, Corona kommunizieren heißt. Sie ist in zwei Teile geteilt, mit einer halben Stunde Pause dazwischen. Der erste Teil wird bestritten von drei Kolleginnen aus Innsbruck, und ich darf sie Ihnen kurz vorstellen. Ich stelle jetzt beide sozusagen oder alle drei kurz vor, damit dann nicht eine ungute Unterbrechung bei den beiden Referaten gibt. Das erste Referat, das wir hier nicht sehen, eine Analyse der Mediendiskurse zur Covid-19-Krise im Tiroler Tourismus von der Superspreader Destination zur Nachhaltigkeitstransformation, wird gehalten von Mike Peters und Marius Meyer. Mike Peters Forschungsinteresse liegt im Bereich Entrepreneurship und Klein- und Mittelunternehmen. Am Beispiel der Tourismusbranche analysierte er in der Vergangenheit verschiedenste Fragestellungen rund um das Unternehmertum in Klein- und Mittelunternehmen. Peters und sein Team beschäftigen sich auch mit relevanten Fragestellungen im Tourismus. Mike Peters wurde in Landau in Deutschland geboren. Nach der Matura arbeitete er mehrere Jahre in der Hotellerie. An der Universität Regensburg und Innsbruck studierte er Betriebswirtschaft und spezialisierte sich auf das Fach Tourismus und Dienstleistungswirtschaft. Peters wurde 2001, also vor 20 Jahren, da haben wir was gemeinsam, promoviert und habilitierte sich in der Universität Innsbruck. Er war Research Fellow und Visiting Lecturer sowie Lecturer am MCI und ist seit 2009 auch Präsident des International Center for Research and Education in Tourism. Seit 2015 wirkt er als Professor für BWL mit dem Schwerpunkt kleine und mittlere Unternehmen unter spezieller Berücksichtigung des Tourismus an unserer Universität. Das Referat wird mitgestaltet oder gemeinsam gestaltet mit Marius Meyer, der in München geboren ist. Er absolvierte ein Studium der Wirtschaftsgeografie, Betriebswirtschaftslehre und Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, wurde 2012 zum Doktorat NAT an der Universität Würzburg zum Thema Kosten und Nutzen des Nationalparkes Bayerischer Wald, eine ökonomische Bewertung unter Berücksichtigung von Tourismus und Forstwirtschaft, promoviert. Von 2013 bis 2020 hatte er eine Juniorprofessur für Wirtschaftsgeografie und Tourismus an der Universität Greifswald inne und seit 2020, erfreulich für uns, ist er an unserer Universität tätig als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für strategisches Management, Marketing, Tourismus im Team eben von KMU und Tourismus. Er ist weiters gewähltes Mitglied der Landesarbeitsgemeinschaft Bayern und der Akademie für Raumforschung und Landesplanung sowie seit 1989 Mitglied des Deutschen Alpenvereines. Das haben wir auch gemeinsam, aber er ist in der DRV-Sektion Oberland München und Bergland München. Ich bin in der alpinen Sektion der Uni Innsbruck. Ja, bitte, the floor is yours. Noch eine Bemerkung, es gibt Wasser, allerdings nur in Flaschen, das mag man als Kulturverlust sehen, es ist natürlich hygienischen Maßnahmen geschuldet. Bitte, wenn Sie Wasser brauchen, dann einfach zugreifen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Meixner, vielen Dank für die freundliche Einführung und Vorstellung. Ja, wir haben die Ehre, die heutige Tagung eröffnen zu dürfen mit unserem Vortrag. Und ich würde gerne unseren Vortrag damit beginnen, indem ich Ihnen aus folgendem
Buch einige Abschnitte vorlese. Die Fälle wurden verheimlicht, aber nach einer Woche waren es deren 10, waren es 20, 30 und zwar in verschiedenen Quartieren. Ein Mann aus der österreichischen Provinz, der sich zu seinem Vergnügen einige Tage in Venedig aufgehalten, starb, in sein Heimatstädtchen zurückgekehrt, unter unzweideutigen Anzeichen. Und so kam es, dass die ersten Gerüchte von der Heimsuchung der Lagunenstadt in deutsche Tagesblätter gelangten. Venedigs Obrigkeit ließ antworten, dass die Gesundheitsverhältnisse der Stadt nie besser gewesen seien und traf die notwendigsten Maßregeln zur Bekämpfung. Kommt Ihnen vielleicht ein bisschen bekannt vor? Aber die Furcht vor allgemeiner Schädigung, die Rücksicht auf die kürzlich eröffnete Gemäldeausstellung und auf die gewaltigen Ausfälle, von denen im Fall der Panik und des Verrufes die Hotels, die Geschäfte, das ganze vielfältige Fremdenverkehrsgewerbe bedroht waren, zeigte sich mächtiger in der Stadt als Wahrheitsliebe und Achtung vor internationalen Abmachungen. Sie vermochte die Behörde, ihre Politik des Verschweigens und des Ableugnens hartnäckig aufrechtzuerhalten. Der oberste Medizinalbeamte Venedigs, ein verdienter Mann, war entrüstet von seinem Posten zurückgetreten und unter der Hand durch eine gefügigere Persönlichkeit ersetzt worden. Sie täten gut, schloss er, lieber heute als morgen zu reisen. Länger als ein paar Tage noch kann die Verhängung der Sperre nicht auf sich warten lassen. Also Sie sehen gesundheitliche Krisen und im Tourismus und deren Auswirkungen und deren versuchte Vertuschung durch Verantwortliche aus Gründen des vermeintlichen Interesses an touristischen Gewinnstreben sind nichts Neues. Schon vor über 100 Jahren hat Thomas Mann das im Tod in Venedig über die dortige Cholera-Epidemie geschrieben, die unter den Tisch gekehrt wird, bis es viel zu spät ist und der Protagonist Gustav von Aschenbach hier am Ende erliegt, weil er eben nicht abgereist ist, wie es aus epidemiologischen Gesichtspunkten hier geboten gewesen wäre. Und das führt uns zu unserem Thema, zu einem nicht fiktiven Fall, der am Beginn der Corona-Pandemie in Europa und hier auch in Österreich und Tirol steht und dessen mediale Berichterstattung wir analysiert haben, und zwar unter dem Titel von der Superspreader-Destination zur Nachhaltigkeitstransformation. Bitte schön. Okay. Dankeschön für die Einführung. Ich darf ganz kurz starten. Also ich nehme mich da jetzt selbst an der Nase. Das haben wir mal geschrieben. Sie sehen 2005. Müssen wir mal alles wieder revidieren, nicht? Wir hätten da vielleicht nicht ist, sondern was schreiben sollen. Man sieht also, die Wissenschaft lernt dazu und wir haben uns auch sehr stark mit diesem Thema jetzt beschäftigt. Und wir haben gesehen, dass die Alpen und vor allen Dingen auch der Tourismus in den Alpen sehr stark natürlich getroffen wurde von dieser Pandemie. Wir haben natürlich im Zuge dieses Projektes, das auch publiziert wurde mittlerweile, haben wir uns irgendwo auch orientiert an der Krisenmanagement-Literatur, die es ja gibt. Das heißt, eine Destination, was tut die üblicherweise, welche Pläne liegen in der Schublade. Hier ein Modell, das noch auf Faulkner und andere basiert und das eigentlich sehr schön zeigt, wie so die Phasen eingeteilt werden können nach bestimmten Indikatoren. Es gibt so eine klassische Pre-Event-Phase, die im Grunde also eigentlich noch die Phase ist, wo man die Hoffnung hat, das ist gar nicht so schlimm, das kann man das so unter den Tisch kehren, das ist gar nicht so übel und wir können da ein paar kleine Gegenmaßnahmen, das hilft schon. Es kommt dann diese Prodromal, die Sie hier sehen, das ist eigentlich eine Phase, die dann doch diesen Aha-Effekt, das ist unvermeidlich, wir müssen tatsächlich was tun, also es geht nicht einfach an uns vorbei, es geht dann bis zu dieser Emergency, die wir auch in diesem Fall sehr schön gesehen haben, die nur sehr schnell kam, natürlich. Und da geht es eigentlich im Wesentlichen um Schadensbegrenzung. Also das ist die wesentlichste Aufgabe dessen. Auch das haben wir in unserer hier dargestellten Krise gesehen. In der Intermediate und Long Term, also vor allen Dingen diese Intermediate, da geht es schon, sind wir vielleicht auch jetzt schon leicht drüber, also mittendrin, ganz schwer natürlich beurteilen, man weiß nie, wie lange so Krisen gehen. Aber da geht es eigentlich schon darum, um die Wiederherstellung dessen, was vorher war, vielleicht mit leichten Adaptionen. Und es gibt dann solche Long Term
Phasen. Das ist ganz am Ende, wenn Sie sehen, wir haben da mal ein Bildchen von unserem sogenannten, also unserem den Tiroler Weg da gezeigt. Genau das ist eigentlich das, was man versucht mit diesem Long-Term, in dieser Long-Term-Phase zu machen, sozusagen etwas lernen aus dieser Krise. Bei diesen Medienberichterstattungen, da gibt es ja doch einiges an Literatur bereits, ich muss da weitermachen, an Literatur und andere, die hier sitzen, vor allen Dingen von der Medien- und Kommunikationswissenschaft, machen das sehr oft. Da gibt es auch sehr viele Beiträge, allerdings im touristischen und im Freizeitbereich. Und wir hatten uns da ein bisschen inspirieren lassen, was da schon publiziert wurde. Es gibt viele Beweise dafür, dass Nachrichtenmedien tatsächlich auch die Krisen teilweise definieren in der öffentlichen Wahrnehmung. Man sieht auch, dass an einigen Beispielen hier, das gibt Ausstrahlungseffekten. Man fokussiert sich oftmals auf ganz negative Geschichten und Ausreißer. Und es gibt auch sehr oft einen Verallgemeinerungseffekt. Man ist ja nicht mehr so ganz genau, ob man das eine Feuer in New South Wales war oder ob es nicht in ganz Australien war. Also es wird gerne mal von einer Region auf mehrere Regionen dann verallgemeinert, beziehungsweise auch von einer Person auf viele Personen. Und da gibt es eben einige Fallstudien. Wir haben auch eine Fallstudie oder ein Paper kürzlich gesehen, das in einem internationalen Journal erschienen ist, die sich sozusagen diese Diskriminierung der chinesischen, des chinesischen Staates dann angeschaut hat, beziehungsweise auch der Chinesen generell anhand der Literatur, die ganz am Anfang in den Magazinen und Newspapern publiziert wurde. Im Wesentlichen wurden da natürlich westliche und vor allem auch US-amerikanische Medien angeschaut. Wir sehen auch hier, also es ist natürlich immer, und das ist so recht typisch bei diesen Krisen, wir hatten sehr viele SARS-Paper und es geht natürlich sehr viel um das Operative, was wird getan, aber man sieht auch da immer wieder, dass man im Wesentlichen auf die eher negativen Bereiche dieser Krisen in diesen Medienberichterstattungen sich konzentriert. Und mit diesem Fall, der Marius wird mal einsteigen in diesen Fall und wir zeigen Ihnen mal, wie wir versucht haben, auch diesen Fall Ischgl anhand dieser Mediendiskurse etwas greifbarer und plastischer zu machen. Ja, vielen Dank. Also ich denke, die grundlegende Krise in Ischgl haben Sie ja alle noch vor Augen. Das heißt, wir müssen die, denke ich, nicht in jeder Einzelheit hier beleuchten. Die grundlegende Problematik war ja, dass man schon Anfang März Warnungen erhalten hat, aber erstmal eine gewisse Zeit gebraucht hat, um dann zu reagieren, bis man tatsächlich den Skibetrieb und dann davor noch den Après-Ski-Betrieb gestoppt hat, nachdem es positive Fälle gab. Und man hat dann just am Freitag, dem 13. auch noch, dann sehr spontan eine Quarantäne über das ganze Tal verhängt, was dann dazu geführt hat, dass tausende Urlauberinnen ungetestet abreisen mussten und dann eben auch das Virus in ihre Heimatregionen verbreitet haben. Und es wurde dann eben sehr schnell die Kritik in der Öffentlichkeit laut, dass zu langsam reagiert geworden wäre. Und als Begründung für die langsame Reaktion wurde dann angeführt, naja, da ist ja wohl das touristische Gewinnstreben im Hintergrund. Also es wurde unterstellt, ohne dafür dann Beweise zu haben. Und die Tiroler Landesregierung hat nicht, sagen wir vorsichtig, nicht immer glücklich kommuniziert und vor allem blieb die Botschaft hängen, wir haben alles richtig gemacht. Von Selbstkritik war dann eben nicht so wahnsinnig viel zu hören. Und wir haben jetzt eben versucht, in unserer Arbeit die in den Printmedien dieser Zeit vorhandenen Diskurse, denen nachzuspüren. Und Diskurse, was das ist, denke ich, ist den meisten hier Anwesenden bewusst, vielleicht aber auch nicht allen Zuhörenden. Deswegen gehe ich noch kurz darauf ein. Diskurs ist ja eben eine Verallgemeinerung des Begriffes Gespräch auf jede Form der Kommunikation. In Anlehnung eben an die Arbeiten vor allem von Michel Foucault wird Diskurs als ein System des Denkens, des Wissens und der Kommunikation betrachtet, das unsere Erfahrung der Welt konstruiert. Und die Kontrolle des Diskurses ist dann gleichbedeutend mit der Kontrolle darüber, wie die Welt wahrgenommen wird. Und Mediendiskurse sind dann eben hier zu verstehen als Interactions that take place through a broadcast platform, whether spoken or written, in which the discourse is oriented to a non-present reader, a listener or viewer. Und wir schauen uns auch explizit eine kritische Diskursanalyse an, die eben von der Annahme ausgeht, dass sich soziale und sprachliche Praxis gegenseitig bedingen.
und diese kritische Diskursanalyse untersucht, wie gesellschaftliche Machtverhältnisse durch den Sprachgebrauch erst hergestellt und dann später verstärkt und zum Teil perpetuiert werden. Als Datenquelle haben wir die Austria Presseagentur, die APA, genutzt, eben für die Berichterstattung in 72 deutschsprachigen Zeitungen zwischen dem 1. März und dem 3. Mai 2020. Warum genau diese Daten, werde ich gleich erläutern. Und dabei haben wir dann 1036 Zeitungsbeiträge und über 170 Pressemitteilungen identifiziert, welche die Stichwortkombinationen Covid-19 und Ischgl enthalten. Und diese haben wir dann sehr ausführlich mehrfach gelesen durch verschiedene Forscherinnen im Team und haben dabei versucht, dann die unterliegenden Diskurse zu identifizieren durch iterative Runden von deduktivem und induktivem Kodieren. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da herauskam. Sie sehen jetzt erstmal den Verlauf der Krise, beginnt eben am 6. März mit dem ersten Artikel zu den Isländern, die positiv getestet waren und in Ischgl vorher im Urlaub gewesen sind, und endet am 3. Mai, das wäre der reguläre Endpunkt der Skisaison in Ischgl gewesen. Wir haben dann vier Phasen definiert bis zur Verhängung der Quarantäne. Dann in dieser Phase sind Ischgl, Sölden und andere Destinationen in Quarantäne. Ab dieser Phase nur noch Ischgl und Sölden. Und in der letzten Phase ist dann auch Ischgl aus der Quarantäne herausgenommen worden. Und Sie sehen, dass diese Berichterstattung sehr schnell angestiegen ist und einen Höhepunkt von 42 Beiträgen pro Tag am 19. März erreicht hat. Insgesamt eben haben wir 70 verschiedene Zeitungen, die berichten. Aber in nur 14 Zeitungen sind zwei Drittel der Beiträge. Und die häufigsten sind dann wenig überraschend die Tiroler Tageszeitung, der Kurier, die Krone-Zeitung, der Standard Österreich und dann die Süddeutsche Zeitung als erste ausländische Sprintmedium. Sie sehen auch anhand der Kurven, Ischgl ist hier in durchgezogener Linie dargestellt. Am Anfang wurde auch über den Arlberg oder über Sölden noch relativ viel berichtet, aber dann hat sich das alles sehr stark auf Ischgl konzentriert. Also über Ischgl wurde mehr als fünfmal so viel wie über Sölden und auch fast fünfmal so viel wie über den Arlberg berichtet. Sie können auch sehen, dass die Berichterstattung allgemein zugenommen hat. Ischgl ist jetzt nun mal eine Destination, über die auch schon vor Covid-19 berichtet wurde und auch schon vor Covid-19 etwas kontrovers berichtet wurde. Aber Sie sehen hier, in den drei Jahren vor 2020 wurden hier eben diese orangenen Säulen berichtet, Anzahl an Beiträgen, und in dem Covid-19-Jahr 2020 im selben Zeitraum eben die blauen Säulen, eine Versiebenfachung der Berichterstattung in dieser Zeit. Und wir haben dann eben die verschiedenen Beiträge danach beurteilt, ob sie neutral, positiv oder negativ über Ischgl berichten oder Ischgl negativ oder positiv darstellen. Und Sie sehen, der Anteil der negativen Berichterstattung nimmt pro Phase zu und erreicht dann am Ende des Betrachtungszeitraumes, drei Viertel der Beiträge eben, die negativ sind. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie Ischgl charakterisiert wird in den Printmedien anhand unserer Kodierungen. Wir können hier feststellen, dass 60% sich auf Synonyme der Superspreader-Ereignisse beziehen, wie eben Corona-Hotspot, Virenschleuder, Wuhan, Europas, Epizentrum der Pandemie, Ground Zero der Pandemie. Dann etwas weniger als ein Viertel sind dann dem Obercode Party-Tourismus zuzuordnen, Ballermann der Alpen, Ibiza der Alpen, Après-Ski-Trubel, Après-Ski-Wahnsinn, Sodom und Gomorra. Und dann der Code über Krise und Katastrophe ist nicht so viel, Skandal, Desaster, Brennpunkt, der Ort des Bösen, auch zu lesen. Und das deutet dann darauf hin, dass die analysierten Printmedien mit reißerischen Überschriften arbeiten. Das ist jetzt natürlich auch nichts Neues, aber das kann man hier schön nachzeichnen. Es gibt dann Vergleiche, so Gegensätze werden aufgemacht. Wir feierten in Ischgl ab, jetzt liegt mein Freund im Koma. Oder von aus Gaudi wurde Gau, also mehr oder weniger gelungene Wortspiele auch. Und Ischgl, wo die Gier feiert, aber auch Tirol muss sich abschaffen. Brutale, pervertierte Tourismuswelt, das sind Überschriften, die hier auftauchen, und insbesondere touristische Akteure werden sehr negativ gezeichnet. Wörtliche Zitate: Touristikbetreiber, denen man die Gier schon von Weitem ansieht, trieben Schindluder mit der Gesundheit der Urlauber und des Personals. Oder Touristikbetreiber, Akteure werden mit der Mafia verglichen, Tourismuspaten oder mit schmierigen Bossen, Kapos, oder im Vergleich zu Ischgl ist Sodom und Gomorra wie ein Frauenkloster gewesen. Also
war in keinem davon bisher, deswegen kann ich es nicht beurteilen, ob das realistisch ist, aber es wird einfach so berichtet. Ja, welche Diskurse haben wir nun gefunden? Wir haben insgesamt 9 verschiedene Diskurse und 5 Gegendiskurse identifizieren können. Sie sehen hier die Zeitachse mit den Phasen, die dann im Hintergrund liegen, und wir haben hier auf der Y-Achse eine zunehmende Abstraktion und eine zunehmende Wertung, normative Wertung des Ganzen. Es beginnt damit mit dem Partytourismus in Ischgl als Hauptursache, das ist relativ klar. Viele Leute kommen in engen Bars zusammen und schreien wegen lauter Musik und dann verbreitet sich der Virus sehr gut. Der zweite Diskurs, Kritik an Tirols und Ischgls Krisenmanagement, speist sich daraus, dass man das Ganze eben zu spät unterbunden habe, dass man nicht informiert habe, dass der Virus schon vorhanden ist in der Destination, dass man eben da nicht rechtzeitig eingegriffen hätte. Und der dritte Diskurs versucht das dann zu erklären, wie kommt es denn dazu, dass man so handelt? Und dann kommt man eben zu diesem sehr schnell bei der Hand seienden Vorurteil der Profitgier im Tourismus. Und dann haben wir dazu mal ein Zitat mitgebracht. Die Politik beugte sich offenbar auch dem Druck der Tourismuslobby. Der Profit wurde über die Gesundheit der Menschen gestellt. Ischgl ist nicht der einzige Ort, an dem man zu zögerlich reagierte. Doch nirgendwo sonst tritt die dahinterstehende Gier so deutlich zutage, aus der Süddeutschen Zeitung. Und aus Folge dieses Diskurses bildet sich dann auf einer weiteren Ebene die Forderung nach einem notwendigen und grundsätzlichen Wandel des politischen Systems, des kulturellen und des wirtschaftlichen Systems in Tirol. Und es wird dann formuliert, die Opposition fordert generell einen Systemwandel in der Wohnungs-, Wirtschafts-, Tourismus-, Sozial- und Arbeitnehmerpolitik. Corona deckt die aktuellen Schwächen im Land auf. Und wenn es eines generellen Wandels bedarf, dann kann der Tourismus nicht fehlen. Und deswegen gibt es dann einen weiteren Diskurs als Folge daraus, nämlich eine Nachhaltigkeitstransformation, die im Tourismus notwendig sei, abgeleitet eben aus den Corona-Vorkommnissen. Und hier heißt es dann, die stellvertretende Landeschefin fordert ein Umdenken und die Entwicklung hin zu einem klimafreundlichen, naturnahen Tourismus. Die Politikerin hofft, dass die Corona-Krise in der Gesellschaft zu mehr Rücksichtnahme führen wird. Und dann haben wir noch einen weiteren Diskurs. Wir können nicht alle zeigen, wir machen das etwas exemplarisch. Hier geht es nun um Image, dass durch die Corona-Pandemie ein erheblicher Image-Schaden für Ischgl, für Tirol, aber auch ganz Österreich generiert wird. Und hier heißt es dann eben im Standard, Tirol ist in den Augen vieler Betroffener in Mittel- und Nordeuropa vom perfekt organisierten Freizeitpark zur europaweiten Coronavirus-Schleuder mutiert. Der fahrlässige, offenbar auch verantwortungslose Umgang beim Ausbruch der Pandemie im alpinen Ballermann Ischgl und anderswo in Tirol hat nicht nur der Tourismusdestination geschadet, sondern auch den Ruf Österreichs als Ferienland international schwer beschädigt. Von Deutschland bis Island entstand der Eindruck von Überforderung, Geldgier und Schlamperei. Jetzt haben wir ja gesagt, es gibt auch Gegendiskurse, also die sich diesen, wie Sie ja gesehen haben, sehr kritischen Äußerungen auch entgegenstellen. Und einer davon ist jetzt ein Gegendiskurs zu der Nachhaltigkeitstransformation im Tourismus. Und hier heißt es, es brauche noch mehr Qualitätstourismus auf höchstem Niveau. Allein sanfter Tourismus oder Inlandsurlaub seien nett, würden aber nie ausreichen. Im Tourismus gelte, wie überall in der Wirtschaft, der Wurm muss dem Fisch schmecken, nicht irgendwelchen Strategen. Also es wird quasi abgelehnt, irgendwelche Forderungen nach Nachhaltigkeitstransformation. Man sei ja bisher erfolgreich gewesen und diese Rezepte würden nicht taugen und seien nicht adäquat. Diese Grafik werde ich jetzt nicht erklären zu ihrer sicherlichen Erleichterung, sondern wir zeigen hier einfach nur anhand dieser vielen bunten Farben, dass sich innerhalb der Phasen sehr schnell die Diskurse diversifiziert haben, also sehr schnell weggegangen sind von dem eigentlichen Krisengeschehen hin zu eben deutlich wertenderen und deutlich abstrakteren Diskursen. Und damit übergebe ich dann wieder an den Mike Peters. Dankeschön. Wir haben noch ein 5:12, sehe ich. Dann darf ich ganz kurz, es geht ja immer die Frage, so what? Jetzt machen wir diese Mediendiskursanalyse und schauen uns auch mal an, was ist tatsächlich geschehen.
Natürlich ist es so, und das haben wir auch dann am Ende jetzt gesehen bei diesen verschiedenen Teildiskursen, es wurde dann sehr stark sogar generalisiert nach dem Motto, lass die Skier stehen. Also diese Kritik, die ja schon auch im Vorfeld bestand vor der Krise, war nochmal deutlich verschärft und die Image-Schäden, das negative Image, das schon vorher bestand, wurde natürlich von sehr vielen Kritikern durch diese Corona-Krise bestätigt und dann sofort aufgenommen. Wir haben, das ist nichts Neues, Sie sehen da, die Zahlen sind natürlich drastisch gefallen und auch aus der Not und nicht nur aus dem Gedanken, nun nachhaltiger zu werden, hat man schließlich auch reagiert. Wenn wir uns die ganz konkreten Dinge nochmal anschauen, war immer diese Fragestellung dieser Lock-in-Situation, die Forderung nach Nachhaltigkeit ist sehr groß. Aber Sie hören auch in sehr vielen jetzigen Interviews heraus, wir haben diese Kapazitäten nicht. Und wir haben durch diesen Ausbau unserer Infrastruktur, den wir haben, müssen wir auch irgendwo schauen, dass wir genug Leute auf den Berg bekommen, dass wir eine entsprechende Auslastung haben. Wir hatten hohe Investitionen, wir haben einen hohen Verschuldungsgrad schon und daraus ergibt sich eben diese Pfadabhängigkeit, wie wir sie hier genannt haben, diese Login-Situation. Und der öffentliche Widerstand ist gewachsen, eindeutig. Also wir sehen das auch, wir sind jetzt wieder dabei, in der zweiten Stufe die weiteren Mediendiskurse uns anzuschauen, was hat sich verändert. Wir sind ja da jetzt in der ersten Phase gewesen, da hat sich viel getan. Gerade diese Themen wie neue Skigebietsverbindungen, Sie sehen, das kommt jetzt wieder in die Medien langsam zurück. Es schleicht sich langsam wieder zurück, könnte man fast sagen. Vielleicht nicht ganz so deutlich, aber wenn die Krise, je mehr sie abklingt, desto eher schleichen sich genau diese Diskurse wieder hinein. Es gab dann dieser sogenannte Tiroler Weg, der im Grunde das ist, was wir vorhin gehört haben, die Strategen haben sich dann zusammengesetzt und man hat erneut versucht, diesen Tiroler Weg, sagen wir mal, abzudaten entsprechend. Und Sie sehen auch da, das sind so diese Themen, die da drin diskutiert werden. Was vielleicht eine positive Folge ist dieser ganzen Diskussion, ist durchaus hier zu sehen. Es gibt erstmalig eigentlich auch in diesem strategischen Paper konkrete Umsetzungsempfehlungen zur Messung dieser Zielsetzungen, die da genannt sind. Und das gab es früher nicht. Also nachhaltiger werden, was heißt es? An was kann ich das konkret messen? Und diese Kennzahlenentwicklung, die wurde ganz in den Mittelpunkt gestellt. Also man sieht da schon so eine gewisse Entwicklung Richtung operativ und Richtung Umsetzen. Fazit, vielleicht ein erstes Fazit mal aus dieser Untersuchung und dann ist es schon die letzte Folie. Ich zeige mal ganz kurz, es ist natürlich so, es geht um Kommunikation hier und die Frage ist, wie kann eine Destination eine sinnvolle Kommunikation begehen, wenn so eine Krise ausbricht. Die Learnings sind sicherlich relativ praktisch und das haben auch sicher Ischgl und andere Destinationen mitgenommen. Die Krisenkommunikation, wenn wir zurückgehen auf die Lawine bei einer Naturkatastrophe in Ischgl, war damals intuitiv sehr gut. Intuitiv sehr gut. Später wurde sie dann in Kontingenzpläne umgesetzt. Die hat aber hier nicht funktioniert, keineswegs. Und hier war es tatsächlich so, dass sich auch die wesentlichen Protagonisten, die waren dann nicht mehr aufzufinden am Anfang. Den Bürgermeister hat man erwischt, aber sonst war kaum Kommunikation vorhanden. Wir haben auch gesehen, dass das solche Krisen befeuern natürlich bestimmte Debatten, die durch diese Medien deutlich verschärft werden. Und auch die Wortwahl in den Medien, wie Sie gesehen haben, also ist teilweise schon sehr, sehr hart und sehr, sehr negativ. Und diese Wortwahl hat auch diese Superspreader-Destination. Wir kennen nur eine, also wir haben alles durchsucht, was es nur gibt. Also das ist so ein Term, der wirklich für Ischgl offensichtlich kreiert wurde. Also etwas Besonderes. Wir haben gesehen, ja, die Tiroler Tourismuspolitik greift da etwas auf. Natürlich das große Fragezeichen, inwiefern ist es jetzt wirklich nur ein Aufgreifen, weil eben der mediale Druck da ist, weil der Druck auch in der Bevölkerung da ist und von vielen Stakeholdern. Oder ist es tatsächlich so etwas, und das lassen wir mit dem Fragezeichen da stehen, so etwas wie eine transformative Veränderung. Wir haben das deshalb auch der Marius hier mit dabei, aber im Lied damals, als war seine Idee, das mal zu machen und wir haben das auch publiziert, ist auch zu lesen und ich danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.
freue mich natürlich auf Fragen. Ja, ich würde aber vorschlagen, in bewährter Weise, dass wir den Frageblock zum Schluss machen, außer es gibt jetzt eine dringende Verständnisfrage. Das hat sich eben gezeigt, dass es gut ist, jetzt das zweite Referat noch dazu zu nehmen und dann eben Fragen gemeinsam zu diskutieren. Sie können gerne hier Platz nehmen. Das ist dafür, genau, das ist ja dafür gedacht. Und bitte Wasser ist unter Bösendorf sicher gut, in guten Schwingungen. Ja, ich darf Ihnen jetzt das zweite Referat und die Referentin vorstellen. Das zweite Referat geht zum Quotenkurvendiagramme. Passt ja wunderbar, die Visualisierung der Pandemie. Ja, also wie wenn wir es ausgemacht hätten, haben wir natürlich uns auch abgestimmt. Es wird von Petra Misomelius gehalten werden. Sie absolvierte nach ihrem Abitur eine kaufmännische Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin, war in dem Thema dann auch tätig und begann 1991, also vor 30 Jahren, ein Studium an der Philipps-Universität in Marburg mit dem Hauptfach Neuere deutsche Literatur und Medien und den Nebenfächern Europäische Ethnologie und Kulturforschung und Grafik und Malerei. 2006 hat sie promoviert mit digitale Medienkultur, mediale Konfigurationen und Wahrnehmung und ist seit Oktober 2012 hier in Innsbruck, zunächst in einer Postdoc-Position im Bereich Medienpädagogik und Kommunikationskultur an der Fakultät für Bildungswissenschaften tätig. 2014, ich darf nur erinnern, hat sie mit Theo Hug an dem Curriculum zum Studiengang Pädagogische Spezialisierung Medienpädagogik im Rahmen der Pädagoginnenbildung neu gearbeitet und sich eben habilitiert mit einer Arbeit, die, wie sie mir gesagt hat, gerade in Drucklegung ist. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen Titel: Bildung im Kontext transformativer Medienkulturen. Sie ist Assistenzprofessorin am Institut für Medien, Gesellschaft und Kommunikation an der Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften an unserer Universität. Bitte, Frau Misomelius, um Ihren Beitrag. Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Auch von mir einen schönen guten Morgen an alle, die hier im Raum sind und alle vor ihren Bildschirmen. Ja, es ergeben sich viele Querverbindungen, was sehr schön ist. Ich habe hier einen kleinen Überblick über meine folgenden Ausführungen. Werde darauf jetzt im Einzelnen nicht nochmal eingehen, nur dass Sie sehen, was Sie da erwartet. Moment, jetzt muss ich mit der Geschwindigkeit der... So, hier fangen wir an. Ja, wie kann etwas nicht Sichtbares wie ein Virus augenscheinlich oder offensichtlich sein? Mit diesen Worten beginnt Medienwissenschaftler Rolf Nohr 2004 seinen Text im Band Evidenz, das sieht man doch. Die Frage nach der Evidenz des Viralen ist als Frage des Sichtbarwerdens ein zentrales Forschungsgebiet der Medien- und Kommunikationswissenschaften. Konkreter Weltlichkeit des Unsichtbaren steht eine mediale Konstruktion gegenüber, die dieses Unsichtbare sicht- und eben auch, das ist das Zentrale, versteh- und thematisierbar macht und damit idealerweise eben den öffentlichen Diskurs über dieses eigentlich unsichtbare Thema fördert. Mit der Medialität der medieninduzierten und digital gestützten Hervorrufung von Evidenz gehen zugleich auch regulierende Funktionen einher, die Diskurse beeinflussen. Diesem jetzt grob skizzierten Feld widmet sich mein Vortrag. Zunächst möchte ich eine Querverbindung zum Vortrag von Frau Baleva im Take 1 herstellen, denn auch sie widmete sich dem Visuellen im Kontext der Pandemie. Wie das Coronavirus aussieht, weiß heute, oder wie man es sich vorstellt, weiß heute jeder, auch wenn es die wenigsten elektronenmikroskopisch wahrgenommen haben werden. So schmunzeln wir über das TikTok-Video, in dem ein Kind die stachelige Frucht einer Kastanie als Coronavirus bezeichnet. Die bekannte Darstellung des Virus, die hier ein wenig verschwommen ist,
stammt von Alyssa Eckert und Dan Higgins und wurde für das US Center for Disease Control and Prevention zu Beginn 2020 erstellt. Dieses nahm Frau Baleva dann auch zum Ausgangspunkt ihres Vortrags beim letzten Take. Ja, es hat sich eine gewisse Ikonografie dieses Virus herausgebildet und jede Krankheit hat im historischen Rückblick ihre ganz eigene Ikonografie. Und die Bilder selbst sind jedoch nie neutrale Wissensträger. Was wir über eine Krankheit wissen, zu wissen glauben, wird durch die Art ihrer Darstellung verankert. Eine Visualisierung transportiert dabei auch Emotionen und Affekte. Das lässt sich beispielsweise nicht zuletzt auch durch die historische Distanz anhand der Syphilis-Darstellung gut nachvollziehen. Heute erscheint das Coronavirus und hier sind einige Beispiele in verschiedenen, meist leuchtenden Farben in den Medien. Oft werden ganze Virenschwärme abgebildet, die durch einen dunklen Hintergrund ziehen. Nun muss man konstatieren, dass der Computer, die omnipräsente Digitalität, eigentlich per se kein Bildmedium ist. Das hat Hartmut Winkler in DocuVerse auch deutlich dargelegt. Daher möchte ich im weiteren Fortgang die Ebene medialer Visualisierung mit Abbildungs- und Ähnlichkeitsanspruch verlassen. Ich will auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie die Pandemie visualisiert wurde und wird, einen anderen Weg beschreiten. Zu Beginn des Jahres 2020 stand man vor der Herausforderung, das dynamische und unabgeschlossene Geschehen, das dringend angegangen und gelöst werden musste, begreifbar bzw. kommunizierbar zu machen. Die eben betrachteten Visualisierungen trugen ihren Teil bei. Ein Feind, der eine Gestalt hat, ist leichter zu bekämpfen. Visuelles schreibt sich emotional schneller in das Gedächtnis ein als womöglich noch widersprüchliche Argumentationen oder numerische Erhebungen. Doch wie wurde die Corona-Krise gesellschaftlich konstituiert? Dies kann nur über die Aushandlung eines gesellschaftlichen Diskurses geschehen. Hier stehen sich Bedeutungszuschreibungen hinsichtlich Ausgangssituationen und Maßnahmen gegenüber, denen man die Lösung einer Problemlage zuschreibt oder eben auch nicht. Ein gesellschaftlicher Diskurs wird dann hegemonial, wenn Situationen und notwendige Maßnahmen unumstritten scheinen, in dem Widersprüche ausgeblendet werden und ausgeblendet bleiben. Das geht kommunikativ damit einher, dass durch spezifische Praktiken Bedeutungen gesellschaftlich stabilisiert werden und subjektive Fantasien und Affekte aufrechterhalten bleiben. In unserem Fall kamen die empfohlenen Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung aus der Politik und dieser Zuarbeitenden, also zusammen mit zuarbeitenden Fachexpertinnen. Politik profitierte dabei von der weitgehend anerkannten gesellschaftlichen Autorität der Wissenschaft. Doch die politische Losung, wir haben uns von der Wissenschaft beraten lassen, ist in vielen Ländern schnell brüchig geworden. Hiermit wurde nicht zuletzt signalisiert, bei der Wissenschaft handle es sich um unumstößliche Eindeutigkeit, um eine geschlossene Einheit mit konsensueller Beweisführung. Darüber hinaus hat die Argumentation zwar Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung gerechtfertigt, aber weitere Aspekte, weitere im Alltagsleben wichtige Aspekte wie soziale und ökonomische Folgen, in offene Aushandlungen und Abwägungen ausgeblendet. Die Verwendung der Darstellung galt der Begründung zu ergreifender und unverhandelbarer Maßnahmen. Wenn in diesem Zusammenhang nun also die Rede von Daten ist, dann sind damit Quantitäten, Metriken und Indikatoren gemeint. Ihren Ursprung hatten die Daten in der Epidemiologie, der Infektiologie, der Virologie, der Demografie und des öffentlichen Gesundheitswesens. Sozialpsychologie, Soziologie und Rechtswissenschaften spielten untergeordnete Rollen bei der Genese der Zahlen. Verwendet wurden Zahlen in institutionellen Verlautbarungen, Pressekonferenzen, Blogs, Medienpublikationen jeder Art, in interaktiven Karten und in Grafiken. Die visuelle Aufbereitung von Daten bewegte sich an der Schnittstelle zwischen Rationalität und Affekt, zwischen Fakten und Fiktionen. Die Inszenierung der Daten ging meist einher mit Kontextualisierungen in Form von Kausalzusammenhängen, Appellen an Verantwortungsbewusstsein und Antizipation bevorstehender Entwicklungen. Daten sind heute definitiv Teil der von der WHO 2020 konstatierten Infodemic
Und die Kollegin Natascha Zeitl-Bank wird im Zusammenhang mit Fake News darauf, auf diesen Aspekt auch noch weiter eingehen. Infodemic, in dem sich auf verschiedenen Ebenen der Gesellschaft, wenn auch international durchaus unterschiedlich, kursieren. Dennoch ist der Rückgriff auf Daten unabdingbar, wie man heutigen dynamischen Öffentlichkeiten, komplexen Konstellationen begegnen. Die Unklarheit oder eine mögliche Unklarheit ihrer Entstehung, fehlende systematische Analyse und zunehmende Verbreitung haben sie jedoch angesichts ihrer Verwendung zu gesellschaftlichen Inanspruchnahmen mit Misstrauen behaftet und teilweise als zentrales rhetorisches Mittel der Desinformation bezeichnet. Hierzu gehören beispielsweise Selektion, deren Kriterien oftmals nicht offengelegt werden, aus einem umfangreicheren Datenkorpus, der wiederum bewusst zu einem bestimmten Zweck erhoben oder eingesetzt wurde, wird. Darüber hinaus sind sie zumindest medial oftmals Teil einer übergreifenden Dramaturgie. Bei Daten, die im politischen Kontext verwendet werden, liegt der Verdacht nahe, dass sich ihre Verwendungsform bereits früh in die zu erwartende Aussage zur Rechtfertigung politischer Schritte eingeschrieben hat. Eigentlich ist die Verbindung der vermeintlichen Aussage einer numerischen Darstellung mit politischen Maßnahmen außerordentlich fragil. Das hat eben auch die Corona-Pandemie und ihre Kommunikation im politischen Kontext sehr deutlich gemacht. So lässt sich kein unmittelbarer und direkter Zusammenhang zwischen Schulschließungen und Reproduktionszahlen herstellen. Das soll nicht heißen, dass Daten gänzlich unproduktiv wären und es auf dieser Basis gar keine Abstimmungsprozesse geben könnte. Doch in der Datenvisualisierung findet der Sachverhalt eine stabile und weitgehend unhinterfragte Sprache. Das heißt, der Kausalzusammenhang wird in der Verbindung von Daten und Maßnahmen objektiviert und steht über Aushandlungsprozesse. Und das ist ja eigentlich das eigentliche gesellschaftliche Problem. Zumindest so lange, wie die Daten, ihre Generierung und die Zuverlässigkeit dieses Prozesses nicht in Frage gestellt und thematisiert werden. Daten spielen zur öffentlichen Informationsübermittlung eine immer größere Rolle, transportieren jedoch, wie Eva Jablonska und Christa Bergs in ihrem Papier Numbers Don't Speak for Themselves 2021 darlegen, nicht per se jene Nachrichten, die ihnen durch die Politik zugeschrieben werden. Die numerische Darstellung einerseits und ein politischer Impuls andererseits sind nicht zwangsläufig kausal verknüpft, wie wir eben im Rahmen der Pandemie weltweit erleben durften. Die politische Kommunikation verwendet numerische Darstellung zur Begründung der Einführung, Aufrechterhaltung und Lockerung von pandemieeinhergenden Maßnahmen wie Lockdowns, Hygieneregelungen und so weiter. Was auch festzustellen ist, ist die Tatsache, dass es nicht nur um rationale Überzeugung durch mathematisch gestützte Argumente handelt, sondern ebenso die stabilisierende Wirkung von Emotionalisierung, Affekt und Fantasie, auch sprachlich eben durch die Kampf- und Kriegsmetaphorik, der Kampf gegen den Virus und so weiter, also eine Metaphorik, von der man sich eigentlich schon im vergangenen Jahrhundert in der Krankheitsbekämpfung gelöst hatte, also gerade im Zuge der Diskussion, wie HIV kommuniziert und diskutiert wird, hat man sich von diesen starken metaphorischen und kriegsassoziierten Metaphoriken eigentlich gelöst. Es handelt sich in der von Jablonka und Bergsten in der Studie von Jablonka und Bergsten zeigt sich, dass es in der öffentlichen Kommunikation entscheidend ist, wie die vermeintliche Relation zwischen Maßnahmen und Zahlen hergestellt wird. Dementsprechend unterscheiden Sie, sehen Sie hier unten, Daten zur Rationalisierung, also eine argumentative Verflechtung, warum Maßnahmen notwendig sind, auch verbunden mit der Konsequenz, dass ein Nicht-Einhalten von Maßnahmen wiederum irrational erscheint. Daten, die zum Vergleich dienen, also bestimmte Zeitverläufe miteinander zu vergleichen oder die Anzahl von Intensivbetten und bestimmte Verläufe miteinander in Verbindung zu bringen, ob diese nun argumentativ und unmittelbar im Zusammenhang stehen oder nicht.
Auch Daten zur Assoziation werden auch zur Assoziation anderer Themen genutzt oder auch zur Neuaktivierung, zur Begründung, warum jetzt wieder neue Maßnahmen notwendig sind. Die Daten, die verwendet werden, erweiterten sich im Laufe der Zeit und wurden teilweise in sehr ausdifferenzierten Quantifizierungen dargestellt. Es wurden Infektionsfälle, Neuinfektionen, Inzidenzen, Todesfälle, Letalitätsrate, Verdoppelungszeit, Übersterblichkeit, Ansteckungsrate, Genesene, R-Wert, verfügbare Masken, Impfung, Heilimpfung und so weiter erfasst und quantifiziert. Die Aktualität der Daten variierte von Land zu Land, auch von Institution zu Institution, Stunden, Tage, wochenweise und war auch mit umfassenderen Darstellungen wie jener der WHO kaum in Deckung zu bringen. Die Darstellung und Interpretation dieser Daten lag einerseits in der Hand von wissenschaftlichen Expertinnen und oder wurde eben von Politikerinnen übernommen. Während sich Laien zunehmend überfordert fühlten, diese Quantifizierungen zu erfassen oder auch deren daraus gefolgerten Konsequenzen nachzuvollziehen. In den seltensten Fällen wurden auch fundierte Hinweise, wie diese Zahlen nun zu lesen sind, was über eine Geste der Beweisführung hinausgegangen wäre, gegeben, um diese Daten und ihre Visualisierung zu lesen und zu verstehen. Anhand dieses Beispieles ist gut zu sehen, wie Unsicherheit bei der Vorhersage von Epidemieausgängen auch in die Visualisierung mit hineinspielt. Hier haben wir also ein Datenset, das in drei verschiedene Diagramme übersetzt wird, also das gleiche Szenario einer Epidemie, die sich 33 Tage lang entwickelt hat, wobei bei den beobachteten Fallzahlen dann für die ersten 33 Tage eine 70-prozentige Chance ist, dass die Epidemie eingedämmt wird und eine 30-prozentige Chance eben auf unbegrenztes Wachstum. Die erste Darstellung zeigt ein Medianergebnis, die durchgezogene orangefarbene Linie mit einem Unsicherheitskegel, der den Bereich der Ergebnisse angibt, die eine Wahrscheinlichkeit von 95% haben. Bei der zweiten Darstellung in der Mitte handelt es sich eben um die Darstellung der Stichprobe von 35 unabhängigen, gleichwahrscheinlichen Einzelergebnissen und in der dritten Darstellung eine Häufigkeitsrasterung. Da steht jedes Quadrat für ein mögliches Ergebnis. Also helle Quadrate stehen für Epidemien, die eingedämmt sind und dunkle Quadrate für Epidemien, die nicht eingedämmt werden können. Damit kommen wir, und das schlägt auch einen schönen Bogen zum Thema der Diskurse im vorherigen Vortrag, zu den Diskursen nach dem Verständnis von Karin Knossetina. Bei den Diskursen handelt es sich im Kontext der Pandemie um einen Austausch von Datenmaterial und ihrer visuellen Darstellung auf verschiedenen Ebenen. Zunächst einmal auf der Ebene empirisch orientierter Wissenschaften, die teilweise auch diese Daten erhoben haben, von ökonomisch ausgerichteter Medienberichterstattung und gesundheits- und sicherheitspolitische Bekanntmachung. Der Umgang mit Datenmaterial hat quer über verschiedene öffentliche Settings stattgefunden, was zur Auseinandersetzung zur Qualität der Ausgangsdaten, ihrer Erhebung, ihrer Analyse und daraus abgeleiteten Konsequenzen geführt hat. Diese Kritik betraf selektive und möglicherweise strategisch verzerrte Wiedergaben des Originalmaterials und kulminierten im Vorwurf der Desinformation. Die verschiedenen Institutionen, Politik, Gesundheitsbehörden, Forschungsinstitutionen, Journalisten, Medien arbeiteten mit unterschiedlich aktuellen, vergangenen und prognostizierten Daten, was dazu führte, dass dies einer skeptischen Haltung Vorschub gab. Die Bandbreite der Kritik zog sich bis hin zu Zweifel an der jeweils entschiedenen nationalen Corona-Politik, Corona-Maßnahmen.
An dieser Stelle möchte ich kurz das Forschungsgebiet der Diagrammatik vorstellen oder einfließen lassen. Diagramme stammen aus dem Bereich des Managements und spielen verschiedene Konfigurationen eines Sachverhalts oder einer Ereignisfolge durch, um dann zu praktischen und theoretischen Schlussfolgerungen zu gelangen. Diese operative Funktion wohnt dem auf die Statistik zurückgehenden Kurvendiagramm inne. Aus den Konklusionen, wie zum Beispiel einem Aktienverlauf, können Handlungen abgeleitet werden. Sibylle Krämer, die Medienphilosophin, weist im Band von Bauer und Ernst darauf hin, dass die Achsen im Diagramm jene Achsen widerspiegeln, mit denen unser leiblicher Körper den uns umgebenden Raum aufgliedert, in ein Oben und Unten, in ein Rechts und Links, ein Vorne und Hinten. Dieses räumliche Ordnungsmuster wird im Diagramm auf die Fläche übertragen. Die Flächigkeit wiederum annulliert dann dieses Dahinter und Darunter, also die nicht unmittelbar erfassbaren Bereiche. Diese Begrenzung ermöglicht dann dadurch, also die Begrenzung auf eine überschaubare Fläche, ermöglicht einen handbaren und handhabbaren, handlichen, rechteckigen Raum, wie Manfred Sommers das darstellt, der vollständig überblickt werden kann. Es bietet sich wie aus Vogelperspektive ein überschaubarer Überblick über einen möglicherweise komplexen Sachverhalt. Es kann eine Haltung der Beobachtung eingenommen werden, wie sie die Lebenswelt nicht ermöglicht, denn die Fläche des Diagramms evoziert den Eindruck von Sichtbarkeit, Kontrolle und Beherrschung. Sibylle Krämer untersucht die epistemische Rolle des Datendiagramms unter dem Gesichtspunkt operativer Bildlichkeit. Denn die Transformation von Daten in visuelle Darstellung verändert die Produktion von Wissen. Krämer stellt fest, dass mit dem Diagramm Denkbewegungen erkennbar werden, die ohne Diagramm kaum auftreten. Tabellen oder Zahlenkolonnen lassen anderes erkennen als grafische Darstellungen. Erstere erlauben die Entdeckung von Mustern in Form wiederkehrender Größen. Diagramme erlauben es, Dynamiken und Verlaufsformen mit den Elementen Steigerung, Maxima, Minima, Wendepunkten und so weiter darzustellen. Das Dashboard, hier haben Sie beispielhaft das ARGUS-Dashboard und das der John Hopkins Universität abgebildet. Das Dashboard hat sich im Verlauf der Pandemie zu einem Kollektivsymbol dieser Pandemie entwickelt. Dieser Begriff stammt von Jürgen Link und bezeichnet Sinnbilder, komplexe, ikonisch motivierte Zeichen, deren kollektive Verankerung sich aus ihrer sozialhistorischen Relevanz ergibt und die gleichermaßen metaphorisch wie repräsentativ und nicht zuletzt programmatisch verwendet werden. Das Dashboard und mit ihm die Darstellung von Daten sind keine neue Entwicklung. Sie greifen bereits in anderem Zusammenhang etablierte und stabilisierte Strukturen und visuelle Formen auf, beispielsweise im Management, wie gesagt, um mit dieser Situation der Unsicherheit und der Ungewissheit Orientierung zu bieten. Damit wurde eine neue mediale Form in die populäre Sprache der Medien aufgenommen. Das Dashboard versammelt eine Vielzahl an Daten, die einerseits räumlich auf Karten, andererseits in Tabellen und Diagrammen dargestellt sind. Wie in einem Cockpit wird der Eindruck erweckt, man verfüge über alles, was notwendig sei, um durch die Krise zu navigieren. Die strenge Anordnung transportiert den Anspruch von Kontrolle und Überblick über das Geschehen. Wenngleich es eine neue und unbekannte Situation darstellt, vermag die visuelle Darbietung der Daten zu vermitteln, dass die Situation gefährlich, aber kontrollierbar sei. Das heißt, das Dashboard ist in der Lage, Angst einzuhegen, indem man den Schrecken der Planlosigkeit und Ungewissheit nicht aufkommen lässt. Dann komme ich zur vorletzten Folie. Die Arbeit mit Charts, Tabellen und Kurvendiagrammen hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts, wie gesagt, im Bereich des Managements etabliert. Es diente dort als Tool zur Entscheidungsfindung durch visuelle Abstraktion und Datenselektion. Die Visualisierung legt bestimmte Schlussfolgerungen nahe und ist niederschwellig zugänglich, während ihr Zustandekommen den meisten Menschen unbekannt ist. Die Maßnahmen, welche die Pandemiezahlen sinken lassen, liegen jedoch nicht in der Hand der Einzelnen. Insofern ist dann dieses Gefühl der Machtlosigkeit und des Ausgeliefertseins vorhanden, dass es auch politisch-gesellschaftlich anzugehen gilt. Die Balance, die in der
Nutzung der Datenvisualisierung herzustellen versucht wurde, bewegte sich zwischen einem Maß an Angst einerseits, das gewünschte Anpassungen an die zu befolgenden Einschränkungen hervorzubringen geeignet ist, und Vertrauen in die Richtigkeit des gewählten Weges andererseits. Hierzu kann international beobachtet werden, dass die Darstellungen auf Pressekonferenzen von Regierungen sowie in den Medien mit positiven und negativen Implikationen variierten, teilweise mit ästhetischen Elementen und dem Versuch einer nationalen Erzählung versetzt waren. Daten, Rhetorik und Narrative vermischten sich, was besonders in den Medien und ihren Schlagzeilen erkennbar war. Damit komme ich zum Fazit. Diese Bildung hier aus der New York Times beispielsweise stellt eine ganz alternative, eine alternative Form der Visualisierung, zum Beispiel der Zahlen von Covid-Verstorbenen, dar. Es geht nicht um die Frage, ob Daten im öffentlichen und politischen Diskurs falsch eingesetzt werden oder gar falsche Daten verwendet werden. Wie Franz Eder eben in der Begrüßung schon sagte, ist anhand der Klimakrise erkennbar, was passiert, wenn ein vorliegender Datenkorpus von der Öffentlichkeit und gesellschaftlich kaum wahrgenommen wird und in seiner Bedeutung unterschätzt oder heruntergespielt wird. Mein Vortrag möchte vielmehr zwei Punkte hervorheben. Neutralität, die die Quantifizierung des Sozialen durch Daten, Metriken und Indikatoren suggeriert, ist konstruiert. Die Analyse und zweitens die Analyse der Auswahl und des Einsatzes von datenbezogener Argumentation lohnt, um implizite Überzeugungsinteressen und Ideologien der Gewissheit offenzulegen. War die bild- und medientheoretische Frage, was in der Datenvisualisierung des Diagramms wie sichtbar gemacht werden kann, bislang in der wissenschaftstheoretischen Forschung noch marginalisiert, wird deutlich, dass die systematische Analyse der medialen und strukturellen Bedingungen, besonders hinsichtlich des Datenbildes, der Wissensgenerierung, der visuellen Argumentation und der bildlichen Sinnerzeugung von Gesellschaften und damit verbundenen Diskursen unverzichtbar ist. Damit bin ich am Ende angelangt und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank. Auch wenn wir ein bisschen die Pause, glaube ich, jetzt anknappern werden, bleibt ja doch Zeit zum Diskutieren. So üppig wird ja das Pausenbuffet nicht ausfallen können, Corona-bedingt. Wenn es Fragen gibt, bitte auch on air. Es sind ja Leute im Chat, die können auch Fragen stellen. Ich sehe das und würde das dann aufgreifen. Aber zunächst einmal gibt es von Ihnen im Raum Fragen an die Referentinnen, den Referenten. Bitte. Ja, das wäre gut, weil wir dann das nicht wiederholen müssen. Erst einmal herzlichen Dank für die beiden sehr aufschlussreichen Vorträge, fand ich, passte auch wunderbar zusammen, das, der theoretische Teil und vorher sozusagen der praktische am Beispiel von Ischgl. Zu dem Ischgl-Fall habe ich eine Frage oder auch einen Kommentar. Am Ende führt diese Berichterstattung ja zu einer Wahrnehmung bei den Zuschauern und Lesern, die irgendwie damit umgehen müssen. Und die Beispiele waren ja teilweise absurd formuliert und deutlich übersteigert. Habt ihr Anzeichen dafür, wie das auf der Seite des Empfängers ankommt und ob sich tatsächlich ein Imagewandel ergibt? Und gleich mein Kommentar dazu: Aus unserer Sicht als Marktforscher im Tourismus hat sich dieser Wandel nicht ergeben. Das Interesse an Österreich, das Interesse an Tirol ist bei deutschen Urlaubern in keiner Weise zurückgegangen. Man diskutiert darüber, man findet es beachtlich und schauerlich oder dergleichen, aber es ist nicht weiter einstellungs- und handlungsrelevant für den Urlauber. Danke. Ja, geht eh. Danke, Martin. Tatsächlich, wir haben das natürlich noch nie erfasst, also die Reaktion. Wir haben es in einem anderen Kontext mal, ist ja gerade in einem Paper, das jetzt gerade publiziert wird, erfasst, auch Mediendiskurse bezüglich der Arbeitgeberattraktivität im Tourismus. Und ähnlich wie die Vermutung liegt nämlich nahe, dass auch in diesem Fall so ist, dass diese Meldung eher zu einer Verhärtung der Fronten, die bereits bestehen, führt. So ähnlich wie die Gegner sich sozusagen bestärkt fühlen, die vorher schon kritisch waren, jetzt nochmal bestärkt fühlen,
so ist es auch bei jenen, die sich verteidigen. Und das hat man auch sehr schön gesehen. Es gab einen Entschuldigungsbrief, ich weiß nicht, ob das so in deutschen Medien auch rumging, seitens Ischgl, der kam also im Juni, wurde von einigen Ischglern Funktionären unterschrieben. Und in diesem Brief, interessant, es war nicht zu sagen, tut uns leid, da haben wir einfach zu spät reagiert, sondern da kommt erstmal, kommen so 15, 20 Zeilen, wie mehr oder weniger beleidigt man doch ist, wie man über den Ischgler Tourismus berichtet und das ist nicht fair und den Leuten gegenüber. Und ganz am Ende kommt dann die Entschuldigung. Also es ist sehr, sehr verhärtet, die Fronten. Und das wäre natürlich auch eine spannende Frage jetzt noch für die weitere Erfassung. Und bei dem anderen Thema ist es ganz stark so, dass eigentlich die Medien dafür sorgen, dass es noch polarisierter wird, die Diskussion. Ja, danke für die Frage. Ich antworte auch noch mal kurz. Wir haben ja auch einen Gegendiskurs, keinen Image-Schaden, auf den bin ich jetzt nicht eingegangen, weil der ist dann sofort auch aufgekommen zu dem Diskurs Image-Schaden. Gab es einen etwas kleineren Diskurs, keinen Image-Schaden, wo dann argumentiert wurde, naja, die Leute vergessen schnell und woanders wurden auch Fehler gemacht und die Gäste sind ja auch eigentlich selber verantwortlich, wenn sie mitten in der Pandemie irgendwo hinfahren oder in eine Bar gehen, also kann man das jetzt nicht den Ischglern anlassen, sondern muss jeder selber sich auch an die eigene Nase fassen. Und es wurde dann eben prognostiziert, ja, es gibt dann eine Delle, aber die wird sich dann wieder, also in der Nachfrage, aber die wird sich dann wieder geben. Und unsere Interpretation ist auch die, wie der Mike schon gesagt hat, dass vor allem für Nicht-Skifahrer ist jetzt die Frage relativ irrelevant, weil die würden ohnehin im Winter nicht nach Ischgl fahren. Und jetzt ist die Frage von den Skifahrern, die sich vorstellen könnten, in Ischgl Urlaub zu machen, wie viele davon würde das jetzt tatsächlich abschrecken? Das ist eben die Frage, die wir, glaube ich, momentan noch gar nicht beantworten können, sondern erst sehen werden nach der nächsten Wintersaison, auch natürlich davon abhängig, wie viel der berühmt-berüchtigte Après-Ski jetzt möglich sein wird oder nicht. Das ist nämlich auch so eine Frage, die gar nicht so klar ist. Wie viel in Ischgl ist eigentlich, hängt eigentlich an diesem Après-Ski-Betrieb? Ob das nicht auch tatsächlich stärker medial konstruiert wird, als tatsächlich vorhanden ist. Natürlich ist er vorhanden, aber es sind auch 1,6 Millionen Übernachtungen. Also wird nicht jeder jeden Abend in der Bar sich betrinken, nehme ich mal an. Und es ist auch ein bisschen eine Unterstellung gegenüber den Touristen, immer zu sagen, ja, die fahren nur hin, um sich dort dann zu betrinken. Das, glaube ich, ist eine zu starke Verkürzung, ohne jetzt diese sicher stattfindenden Exzesse irgendwie abstreiten zu wollen. Ja, man muss dazu sagen, Ischgl hat auch noch eine strafrechtliche Komponente, die gerade verhandelt wird. Also man wird dann auch wieder sehen, was da wieder an medialer Berichterstattung und an Folgen kommt. Es gibt noch drei Fragen hier oder vier. Ich würde die vielleicht jetzt sammeln und dann um eine gemeinsame Antwort. Jan Hinrichs war der First. Ja, danke schön auch von meiner Seite für die Vorträge. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ich habe ein paar Nachfragen und ein paar Einladungen zum Nachdenken. Also zum einen würde ich gerne wissen, was am 13. April war, weil da gab es keinen einzigen Medienbericht. Aber das können wir in der Pause klären. Was ich mich gefragt habe, ist, in eurer Analyse spielt das Lokale, Regionale und Nationale eine Rolle. Also ihr hattet einen relativ umfangreichen Quellenkorpus, habt aber in der Auswertung der Ergebnisse nicht viel dazu gesagt, also woher wird gesprochen. Also Diskurse sind ja quasi nie ortlos. Daran anschließend, also der Diskursbegriff kam jetzt in beiden Vorträgen vor, ich habe mich gefragt, wie präskriptiv die Modelle sind, mit denen ihr argumentiert. Also letztlich auch die wirtschaftswissenschaftlichen Modelle prägen Krisen und wir verstehen Krisen so. Und irgendwie habe ich bei Ischgl das Gefühl, dass auch das, also die Art und Weise, ihr hattet dieses Modell von Faulkner, das ist präzise das, wie man reagiert hat. So, also wie irgendwie politische Akteure wissen auch, wie Krisen funktionieren, weil sie Faulkner lesen. Und irgendwie, also ich hatte, das wisst ihr, irgendwie über die Lawinenkatastrophe von Galtür gearbeitet und hatte das Gefühl, da sind sehr, sehr ähnliche Mechanismen am Werk. Und zum Schluss steht immer, dass die Landesregierung nichts falsch gemacht hat. So, das, die zweite Frage oder die andere Frage geht an Frau Missomelius, also auch dafür vielen Dank für den Vortrag, da die Einladung zum Weiterdenken. Ich hatte mich gefragt, ob diese Dashboards der ideale Quellenkorpus sind, um über die Diagrammatik nachzudenken, weil ich hatte das Gefühl, es wird eine Dimension außer Acht gelassen und das ist das Interaktive. Also diese Dashboards zeichnen sich ja nicht nur durch wie grafische Darstellungen aus, sondern vor allen Dingen dadurch, dass man sie klicken und scrollen und ummodulieren kann. Und das war für mich, also in der persönlichen Wahrnehmung, auch
eigentlich das Beeindruckende, dass jedes Nachrichtenportal eine andere Art des Dashboards hatte, das sich vor allen Dingen dadurch ausgezeichnet hat, dass ich die Daten so sortieren konnte, wie ich sie wollte, und plötzlich waren gewisse Funktionen nicht mehr da. Also das fand ich irgendwie sehr interessant. Ich weiß, dass bei der Süddeutschen Zeitung waren plötzlich gewisse Anordnungsmechanismen nicht mehr da, über die konnte eben nicht mehr nachgedacht werden. Und ich wollte einfach nur fragen, also quasi ist nicht vielleicht das Spezifische an der Visualisierung der Corona-Pandemie eben auch dieser interaktive Umgang mit Daten, also dass sie uns nicht einfach nur präsentiert werden, sondern wir sie irgendwie nutzen und umdeuten und das vor allen Dingen tun, indem wir im Internet irgendwie dieses Dashboard ständig umsortieren. Und einmal sieht es so aus und einmal so. Das wären meine Fragen. Dankeschön. Ja, wir sind bei 10.40 Uhr, sage ich nur. Um 11 Uhr sollte die nächste Session beginnen. Dann nur ganz. Ich würde sagen, okay. Ja, ganz kurz, die Thematik der sozialen Ungleichheit hat in der west- und ostdeutschen Zeitschriftenlandschaft mit Bezug auf Ischgl Kurz eine Rolle gespielt, dass sich nämlich das Verhältnis der Ungleichheit von Krankheit und Tod umdreht am Beispiel Ischgl, am Beispiel der Beginn der Pandemie, dass nämlich die reichen Erkrankten die Winterferien gemacht haben. Das Thema verschwand aber sehr schnell. Gab es das auch in den österreichischen Medien? Und auch nur zu den Viskursen ganz kurz. Diese Dots, das war mein Eindruck, wurden besonders eingesetzt, wenn eben soziale Ungleichheit behandelt wurde und zum Beispiel Landkarten gezeigt wurden mit Stereotypen, Abbildungen von Städten, armen Vierteln und die dann eben sehr schwarz waren. Also eigentlich das genaue Gegenteil auf den Karten in den Viskursen als in den Diskursen. Vielleicht ist das aber auch nur ein Eindruck, ob Sie das an Ihrem empirischen Material und den genutzten Korpora bestätigen können. So, es wären noch zwei Fragen. Eine verzichtest. Gut, dann würde ich bitten, die können wir ja vielleicht am Nachmittag auch mitnehmen. Oder in der zweiten, nicht am Nachmittag, in der zweiten Hälfte. Bitte dann, wer möchte beginnen? Fangen Sie an. Ja. Beginne ich. Fasse mich auch ganz kurz. Sie haben schon gleich den Finger auf den Punkt gelegt, wo ich nämlich in meiner Präsentation gekürzt habe. Tatsächlich in der Verbindung Dashboard und Diskurs und dieser Interaktivität ist ein wichtiger Punkt, der auch nochmal korreliert zu der Thematik Datenkompetenz und Umgang mit Daten und Umgang mit diesen Statistiken. Zum Punkt, bevor ich gleich weitergebe, zum Punkt sozialer Aspekt, finde ich auch nochmal ganz interessant, dass Merkel im Verlauf der auch der aufkommenden Kritik auch an der Verwendung des Zahlenmaterials dann irgendwann auch dazu übergegangen ist, auch auf soziale Aspekte aufmerksam zu machen. Sie sagt in einer Pressekonferenz, wo es dann auch um die neu vorliegenden Zahlen geht, hinter jeder Zahl steht ein Menschenleben, also wo schon deutlich wird, dass auch die Politik da darauf aufmerksam wird, dass bestimmte Aspekte der Argumentation da bestimmte Aspekte des gesellschaftlichen und für die Bürger einfach hochrelevanten Bereiche vorweggelassen werden, also ausgelassen werden. Und da so eine Pseudo-Rationalität in der Argumentation eintritt, so kurz nur alles Weitere können wir vielleicht in der Pause noch vertiefen. Gut, dann mache ich kurz weiter. Vielen Dank für die Fragen und Anmerkungen. Ich fange auch an mit dem Punkt soziale Ungleichheit. Ja, der Punkt ist in österreichischen Medien auch aufgegriffen worden, war aber nicht stark genug in unserem Korpus, sodass wir den nicht zu einem eigenen Diskurs quasi gemacht haben, in Anführungsstrichen. Also ist auch klar natürlich, die Identifikation von Diskursen ist ja selbst wieder eine Konstruktion, die natürlich auch einer bestehenden Selbstreflexion der Forschenden bedarf. Dann zu dem 13. April müsste ich in die Daten nachschauen, ist uns aber auch mal aufgefallen, ich glaube, das war das Osterwochenende, aber müsste man schauen. Und dann zum Punkt Regionalität, oder es interessiert mich als gelernten Geografen natürlich auch, aber ich muss gestehen, wir haben das noch nicht im Detail untersucht, weil dieses Paper, was wir geschrieben haben, eh komplett voll war, da hatten wir gar keinen Platz mehr, aber wir hatten eigentlich auch die These, dass je weiter
entfernt quasi die mediale Berichterstattung vom Ort des Geschehens ist, dass das dann ein anderer Ton oder eine kritische Haltung gibt. Jetzt muss man aber sagen, dass die Tiroler Tageszeitung auch kritisch berichtet hat. Es ist nicht so, dass die immer nur gesagt hat, ja, die Tiroler Landesregierung macht alles richtig. Das muss man schon auch sagen. Aber gerade bei der Berichterstattung des Spiegels ist es mir immer schon aufgefallen, dass die irgendwie alten Bewohner so ein bisschen, heute würde man sagen, so postkolonial betrachten, so, ja, das sind so, also so würde man ganz ehrlich nicht über Leute in Afrika mehr schreiben heutzutage, wie manche norddeutschen Medien über Alpentäler schreiben. Spannend. Also preskriptiv, ja, dazu wollte ich noch stellen, aber eindeutig, also gerade wir haben ein kleines Projekt, wo wir uns die vorhandenen Strukturen angeschaut haben in den Institutionen, die sozusagen da sind und aus der Schublade ich holen kann. Und das sind genau solche Pläne, gerade in diesem Emergency-Bereich. Also da gibt es Kontingenzpläne zuhauf, meistens sehr technischer Art. Und ich bin mir auch sicher, dass das Verhalten natürlich da schon irgendwo vorgeschrieben ist, nicht? Also eindeutig. Ja, danke. Also der 13. 2020 war der Ostermontag, habe gleich nachgeschaut. Und noch eine Anmerkung von mir. Das erste Dashboard meiner Erinnerung nach war von einem jungen US-amerikanischen Nerd. Und das hatte deshalb diesen Erfolg, weil es leicht zu bedienen war und weil man Rankings machen konnte. Ja. Das dürfte viele angesprochen haben. Man hat das alles schnell rein und sortieren können. Und dann sind alle anderen aufgesprungen. Das finde ich auch nochmal interessant. Also man sieht, ich glaube, wir werden noch Jahrzehnte an diesen Thematik forschen können. Es ist hier sehr viele Fragen, die offen sind und die man wunderbar beantworten kann. Ich danke alle für die Referate. Wir haben jetzt eine Viertelstunde und sollten um 11 Uhr pünktlich beginnen für die, die im R warten. Da war allerdings jetzt hier keine Frage, darum habe ich jetzt auch keine vorlesen dürfen. Danke vielmals. Danke.
tragisch, weil wir ja 2 Stunden Pause dann haben, bis es um 14 Uhr weitergeht. Ja, ich sehe den zweiten Referenten noch gar nicht, der steht noch draußen. Ich stelle sie so vor, wie alle anderen auch, aus dem Internet geklaut. Ja, alles, was Sie preisgeben, bis auf die Kontonummer, wird hier ausgeplaudert, ja, ohne Überprüfung. Ja, gut. Ich glaube, wir fangen doch an, auch wenn die erst beim Raufgehen sind, fürchte ich. Ja, ich darf also zum zweiten Teil dieser ersten Session Corona kommunizieren herzlich begrüßen. Wir haben jetzt noch 2 Referate zu erwarten, die genauso spannend klingen vom Titel her und wahrscheinlich auch vom Inhalt sind wie die ersten beiden. Das erste Referat wird Frau Natascha Zeitl-Bank halten. Es heißt Der Kampf gegen Corona, Fake News im Netz. Ich darf Ihnen Frau Zeitl-Bank kurz vorstellen. Sie studierte Diplom-Soziologie an der Universität Mannheim mit dem Fokus auf europäisch vergleichende Sozialforschung und absolvierte dann ein Doktoratstudium in Politikwissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg mit dem Schwerpunkt europäische Integration. Sie unterrichtet seit 2003 an der Fakultät für Soziale und Politische Wissenschaften unserer Universität mit den Schwerpunkten europäische Integration, politische Kommunikation und Medien. Und neben ihrer akademischen Laufbahn arbeitete sie mehrere Jahre in Brüssel, Belgien, in der Presseabteilung der Europäischen Kommission sowie als Journalistin für ZDF, Deutsche Welle und den Bayerischen Rundfunk im Bereich Europaberichterstattung. In Innsbruck war sie 5 Jahre lang Projektverantwortliche Marketing PR für die Tourismusmärkte Frankreich und Italien bei der Landestourismusorganisation Tirol Werbung, Gäste Service. Und Forschungs- und Studienaufenthalte führten sie an die Graduate School of Business in Kapstadt sowie an die Indiana University in Bloomington, Indiana, USA und an die University of New South Wales, Sydney, Australien. Ihre Forschungsfelder sieht man ja schon aus dem, was ich vorgetragen habe, politische Kommunikation, digitale Kommunikation, Social Media, Journalismus und PR, Public Affairs, Vergleich politischer Mediensysteme und die Europäische Union. Ja, ich darf Sie heraufbitten und wir sind schon gespannt auf Ihren Vortrag. Bitte. Ja, herzlichen Dank. Danke auch für die freundliche Einführung. Danke auch für die Einladung, hier an dieser Konferenz teilnehmen zu dürfen. Ja, ich habe ein Thema ausgesucht, der Kampf gegen Corona, Fake News im Netz und gehe hier gleich mal in medias res, in sogenannten Faktencheck-Möglichkeiten hier von Korrektiv. Korrektiv ist eine Organisation von Journalisten, die eben versucht, negativ Fake News aufzudecken. Und Sie sehen hier auch, wenn Sie sich das anschauen und durchlesen, Faktencheck, Österreich, nein, auf Intensivstationen liegen nicht größtenteils Geimpfte, sondern vor allem Ungeimpfte. Faktencheck, nein, Impfpass und Impfstoffe werden nicht am 20. Oktober in der EU abgeschafft. Oder nein, Schlaganfälle sind keine ganz häufigen Nebenwirkungen von Corona-Impfungen. Nein, Norwegen stuft Covid-19 nicht als genauso gefährlich ein wie die normale Grippe. Ja, woher kommen diese Meldungen überhaupt, die dann im Anschluss überprüft und auch korrigiert werden müssen? Ich bin im Zuge der Vorbereitung hier auch für diesen Vortrag mal so eine Kette durchgegangen und bin gelandet hier auf einer Pressekonferenz von den Anwälten für Aufklärung, hier ganz normal im Internet zu finden. Und da gab es eine Pressekonferenz am 20.09. Und dort wurde eben gesagt, dass die erhobenen Befunde pathologischer Untersuchungen möglicher Todesfälle
nach Impfung anhand von Fallbeispielen und einer Bilddokumentation der mikroskopischen Aufnahmen vorgestellt wurden. Und eben anhand dieser Studie, wenn man jetzt weiter nach unten geht, also hier auch vielleicht noch wichtig, immer mit entsprechender Autorität verbunden. Professoren haben das vorgestellt, Anwälte und dergleichen, also in dem Fall eben Professoren. Und sie sagen eben, dass das nicht vollständig erforscht ist, die Risiken und Nebenwirkungen. Und die Ursachen dafür ist neben der extrem beschleunigten Entwicklung des innovativen Wirkprinzips, das bisher bei Impfungen an Menschen noch nicht zum Einsatz kam, Todesfälle und schwere Nebenwirkungen, die bei der EMA gemeldet werden, geben Anlass zur Sorge. Und dann werden eben mit Datenstand etc. schwerwiegende Fälle aufgezeigt. Um den Ursachen dieser Häufung auf den Grund zu gehen, widmen sich die Professoren Burkhardt und Lang der Untersuchung von Fällen, bei denen ein Verdacht auf einen Zusammenhang mit einer Impfung vorliegt, um das Impfrisiko zu minimieren. So, dann 10 Tage später hat der Bayerische Rundfunk, der eben auch aufgrund der Covid-Situation Faktencheck eingeführt hat, ganz neu sozusagen eine Abteilung gegründet hat, weil diese Flut der Falschinformationen eben im Netz, weniger in den Printmedien, extrem zugenommen hat. Das wissen wir alle. Und hier ist einfach ein Beispiel von eben Bayerischem Rundfunk, der dann diese Pressekonferenz, die sogenannte, wie auch immer sie stattgefunden hat, unter welchem Anklang auch der Medien, gerade gestellt wird, richtig gestellt wird. Hier sieht man wieder Verein Anwälte für Aufklärung. Und da steht hier weiter unten, wird immer noch behauptet, die Impfung könne viele Menschen schwer erkranken oder gar sterben lassen. Solche falschen Narrative halten sich hartnäckig und werden von Gegnern der Impfung immer wieder verbreitet. Gut, dann fragt man sich, von wem werden die wie in welcher Form verbreitet. Ein Beispiel war jetzt natürlich hier diese Pressemitteilung. Das andere ist eine Website, Rubicon, ja, Rubicon, wie der Fluss, der sozusagen südlich von Ravenna in die Adria fließt. Und man sieht hier oben auch schon an den Gegensatzpaaren, ja, Fassadendemokratie und tiefer Staat, Medien- und Ideologiekritik, Krieg und Frieden, Arm und Reich, Bildung und Soziales, Natur und Umwelt, Hoffnung und Utopie, dieser Zustand, der die Gesellschaft heutzutage sehr beschäftigt, und zwar diese Polarisierung, die jetzt hier, finde ich, auch sehr schön anhand der Menüpunkte rüberkommt. Und man sieht dann hier auch weiter, Widerstand macht Schule, kritische Lehrer in Österreich erheben gegen den Impfterror, ja, also auch diese, Petra Mitsumelius jetzt angesprochen, diese militärischen Ausdrücke, die jetzt verstärkt auch wieder aufgeführt werden. Man spricht auch, ich komme später nochmal dazu, von einer hybriden Taktik, hybriden Kriegsführung und dergleichen. Das heißt, die Wortwahl ist auch viel massiver geworden. Und wenn man hier ganz am Ende von Rubicon geht, zur Richtung Impressum, was man ja dann sowieso immer machen sollte, im Sinne von Quellencheck, wer hat eigentlich diese Website gestaltet, wer steckt dahinter von der Person, wo sitzen die und dergleichen, ist für Journalisten zunehmend auch schwierig, wahr von unwahr zu unterscheiden. Aber wie gesagt, man geht nach unten und dann stößt man hier auf Telegram. Und auch die Einladung, einfach mal in Telegram zu schauen, was da so passiert. Und das habe ich dann eben auch gemacht. Und dann kommt man hier ganz relativ aktuell eben auch auf die verschiedenen Artikel. Sein statt Selbstoptimierung. Viele Menschen verlassen sich zunehmend auf äußere Instanzen, die ihnen sagen, wie es ihnen geht und ob sie gesund sind. Oder hier, es wird eben Bezug genommen auf den Contergan-Skandal, wo ja eben schwangere Frauen dann Missbildungen bei den Geburten hatten. Und ja, auf der rechten Seite, da habe ich dann nochmal groß verfasst, ein Buch, das jetzt relativ neu erschienen ist, am 21. September 2021 von Beate Bahners, Corona-Impfung. Und dafür wird auch massiv Werbung gemacht. Und damit sich der Kreis wieder schließt, wo kommt Beate Bahner her? Beate Bahner, wenn man sie googelt, sieht man, sie ist Anwältin in Heidelberg und sie ist natürlich auch wiederum bei dem Anwalts- oder bei dem Verein der Anwälte für Aufklärung. Also es zeigt mal so ein bisschen diese Geschichte, wie im Netz dann gegenseitige Verlinkungen stattfinden. Und das ist hier zum Beispiel auch im Standard, habe ich das 10. März 2021 gefunden und fand das eigentlich sehr plakativ, weil natürlich findet unsere Gesellschaft heutzutage
die Verlagerung der Kommunikation ins Netz. Also um ein vollständiges Bild zu erhalten über momentane oder ja, Stimmungslagen und auch Meinungsbildungen, kommt man nicht mehr umher zu schauen, was passiert da eigentlich und wer spricht mit wem in welcher Form. Das ist hier sehr schön dargestellt, diese verschiedenen Knotenpunkte. Ja, man könnte jetzt auch einen Knotenpunkt noch dicker zeichnen, hier ist eh eine dickere Linie. Ja, das sind dann schon auch so die zentralen, das sind auch Meinungsbilder, Social Hubs nennt man die Knotenpunkte, wo Meinungen dann wieder auch verteilt werden. Und man könnte, gibt es verschiedene Darstellungen, ich habe jetzt hier auch nochmal, oder lasse ich das gerade vielleicht einen Moment nochmal stehen, um ja auch Angaben fremder Links auf der eigenen Webseite sehen, auch in beide Richtungen kann die Kommunikation gehen. Und wenn man das dann beispielsweise anhand von Software, ich habe hier Nodex XL nur als Beispiel genommen, gibt es da auch immer wieder Anpassungen und Verbesserungen und einfach mal diese Tweets aussucht oder überhaupt Verbindungen, dann sieht man hier auch Verdichtungsräume, die man dann auch personalisieren kann, wer steckt eigentlich dahinter. Das ist von daher eigentlich eine sehr wichtige Methode, um Kommunikationsströme festzustellen und eben auch Meinungsbildner und Influencer zu erkennen. Ja, auch hier von einer Vereinigung von Journalisten, NewsGuard, ja, die sich auch zusammengeschlossen haben, da passiert jetzt einiges in dem Bereich, um eben tatsächlich Aufklärung zu leisten und zu sagen, Vorsicht, das ist falsch, ja, das ist nicht richtig. Und die haben auch entsprechend einfach mal verschiedene Accounts durchsucht und haben über 40.000 aktive Accounts von Fake News Superspreadern gefunden, über 500 Informationswebseiten mit Covid-Falschinfos. Sie haben insgesamt 6.711 Websites untersucht. Und wie angesprochen, das Problem ist eben auch diese starke, sage ich mal, verschiedene Methoden, die nicht nur eben offline stattfinden, sondern online. Und diese Taktiken, wir haben gestern in den Nachrichten gehört, Stichwort Flüchtlinge, Migranten, wie sie aus Belarus an die polnische Grenze im wahrsten Sinne des Wortes getrieben werden. Und der Innenminister Seehofer hat auch da von hybriden Taktiken gesprochen. Das ist nicht mehr nur eine Taktik, die erfolgt in einem Kanal, sondern man muss die verschiedenen Kanäle betrachten. Und das ist ein großes Problem, gerade wenn es auch um die Erschütterung von Demokratien geht und es gezielt auch dann in dem Falle oft gesteuert von kremlfreundlichen Beeinflussungen, die dann auch da das Ziel haben, die Demokratien und die Europäische Union in ihrer Grundfeste zu erschüttern. Wenn man es weiterspinnt, kann man natürlich auch sagen, gut, die Flüchtlinge kommen an der polnischen Grenze an. Was macht Polen in der jetzigen Situation, wo sowieso ein angespanntes Verhältnis herrscht? Ja, lassen die tendenziell durch und in Deutschland taucht das Problem dann auf. Also dieser Militärbereich, hybride Kriegsführung ist in verschiedenen Bereichen zu beobachten, auch diese starke Politisierung, diese starken Worte, diese massive Eingriff in verschiedene Möglichkeiten der Kommunikation. Problematisch ist hier immer noch das Dark Social. Ja, also wir können auch immer nur auswerten, auch wir als Wissenschaftler, was wir zur Verfügung haben. Hier die Kollegen vom strategischen Management haben eben die Auswertung von Tageszeitungen, von APA ist die letztendlich die Quelle gewesen. Man kann von Standard, die Süddeutsche gleich auch entsprechend Zugänge bekommen und Artikel auswerten, offline, online. Die sind ja alle online mittlerweile auch zur Verfügung. Das ist sicherlich eine Methode. Man kann auch Twitter, die Tweets analysieren. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man braucht einfach auch heutzutage Software. Das hat man vielleicht vor ein paar Jahren auch in der Wissenschaft noch so händisch gemacht. Ja, okay, jetzt zählen wir mal durch. Aber ohne Software kommt man da eben auch überhaupt nicht mehr aus, um auch eben diese Netzwerkdiagramme zu zeigen. Und ja, vielleicht einfach nochmal der Vollständigkeit halber, Sie wissen es eh, was Fake ist. Fake heißt falsch, Falschinformation kommt aus dem Englischen eben, Fälschung, Täuschung, Attrappe, Hochstapler, Simulant. Und immer das Entscheidende ist diese manipulative Absicht. Natürlich gibt es mal auch Falschmeldungen, die nicht in manipulative Absicht erfolgt sind. Ja, dann kommt klassischerweise auch gleich ein Hinweis,
in den sogenannten Offline-Printmedien, in den Online-Medien vermisst man auch sowas noch. Also es ist ein vollkommener Bildwuchs noch, auch was letztendlich Eingrenzungen anbelangt. Pressekodex und dergleichen kennen wir, wie gesagt, nur aus dem Offline-Bereich. Da ist im Online-Bereich doch noch sehr viel offen und ja, wir hinken da einfach extrem hinterher. Und die Schnelligkeit ist einfach auch das Entscheidende. Ja, Posts, Likes, Retweets, es gibt Klickfarben. Die sitzen dann in Südostasien beispielsweise, da werden Arbeiter günstig, also billig bezahlt, um dann einfach mal irgendwo ständig drauf zu klicken, damit die Zahlen nach oben gehen. Also es ist einfach ein Riesenproblem. Das gleiche Clickbaits, ja, das heißt Klick mich, das heißt, das sind so Köder, Clickbaiting, die kennen Sie selbst, wenn Sie mal irgendwo recherchieren im Netz und dann kommt ganz dicht irgendwas dran, entweder klicken Sie aus Versehen drauf oder es ist irgendwie so interessant von der Schlagzeile gestaltet, dass Sie da einfach draufgehen. Also das passiert natürlich sehr, sehr häufig auch im Netz, wenn Sie auf die einzelnen Social-Media-Kanäle gehen und dergleichen, dann können Sie auch über Clickbaiting einfach mal versucht sein, wo anzuklicken. Problematisch ist sicherlich auch hier der Punkt, ja, Unternehmen wissen oft gar nicht mal genau, anscheinend nach Untersuchung von NewsGuard, wenn sie Werbung schalten, dass diese Werbung unter Umständen nicht genau auf den Websites landen, die sie sich vorstellen, sondern auf einmal auf ganz dubiosen. Und das ist eben auch hier nachweislich Krankenhäusern, Impfstoffherstellern passiert. Ja, ich habe eben Beispiel genannt von einer Website, die kritisch zu analysieren ist. Und ja, das passiert einfach auch in der Schnelligkeit des Geschäfts, sage ich mal. Und auch das wird ausgelagert. Ja, Marketingaktionen dergleichen machen Agenturen, die dann im großen Stil dann einfach sagen, wir bespielen jetzt mal Websites oder entsprechende Kanäle. Ja, oder man kann das jeder selbst. Man kauft einfach mal hier ein paar Follower und Likes, ja, Auslieferung unter einer Minute hier rechts, ohne Anmess, Social Booster 24. Da sehen Sie auch die Preise. Also das können Sie sofort jeder bestellen und sagen, gut, ich will jetzt mal meinen Social Media Account ein bisschen aufboosten im wahrsten Sinne des Wortes. Oder ich möchte einfach im Internet mehr Aufmerksamkeit erzielen. Und wir wissen, wir kennen das AIDA-Prinzip, Aufmerksamkeit, Information, Desire, Action, ja. Ohne Aufmerksamkeit passiert erstmal gar nichts. Ja, das ist schön, dass es sie gibt und schön, dass Sie vielleicht einen Artikel geschrieben haben, im Wissenschaftsbereich genauso, aber irgendwo müssen Sie den natürlich auch schauen, dass das an die Öffentlichkeit gerät, weil sonst sind Sie im Elfenbeinturm. Also im Prinzip ja, ist das hier natürlich die Möglichkeit, auf billige Art und Weise die Aufmerksamkeit im Netz zu erzielen. Und das ist extrem problematisch und man muss einfach auch sehr kritisch damit umgehen, wenn man hört, boah, der hat so viele Follower, der hat so viele Accounts und der hat so viel Posts und dergleichen. Also wie gesagt, in der heutigen Zeit kann man das einfach sehr schnell nach oben boosten. Genau, das vielleicht so als Hintergrund noch und auch der Vollständigkeit halber, weil natürlich Fake News auch immer dann schnell, sag ich mal, der Schritt zu Verschwörungstheorien, wir haben das eben auch mit dem Impfen immer wieder, Corona, Verschwörungstheorien bezüglich negativen Folgen und ja, tausende von Beispielen und Sie wissen das eh, Verschwörungstheorien, der Begriff Theorie steckt ja drin, also ein in sich konsistentes System von Annahmen, das ja entsprechend logisch erscheint. Es ist alles geplant, es gibt keine Zufälle. Wichtig ist auch, dass die, die dazugehören, der Meinung sind, dass sie hinter die Kulissen blicken können, andere können das eben nicht. Und sie machen das auch oftmals gar nicht in böser Absicht. Sie glauben wirklich daran, dass sie einen wichtigen Beitrag zur Gesellschaft leisten, indem sie auch auf bestimmte Dinge einfach aufmerksam machen. Und ja, hier natürlich das klassische Beispiel ist Erstürmung des Kapitols am 6.1. Gut, ja, warum sind sie eigentlich so erfolgreich, diese Fake News? Ich habe schon einige Beispiele genannt. Also natürlich erfüllen sie, ich fange hier mal mit dem letzten, mit vorletzten an, die Nachrichtenfaktoren, ja. Vereinfachung, Sensation, Identifikation. Also es wundert mich nicht, dass bei, jetzt nochmal, wenn ich die Kollegen nehme, diese Schlagzeilen einfach
erfolgreich sind, einfach auch dann letztendlich den Verkauf stärken, ob es offline oder online ist. Ja, weil es gibt diese drei Hauptnachrichtenfaktoren und für diese Nachrichten, oder sage ich mal, für Berichte oder Pressemitteilungen, die eben nach Identifikation, Vereinfachung und Sensation formuliert sind, haben eine viel größere Wahrscheinlichkeit, einfach auch in den Medien aufgegriffen zu werden, ob es jetzt offline ist oder online. Ja, das ist ganz, ganz gleich. Und die kann man natürlich noch weiter runterbrechen, wenn dann irgendein Prominenter dabei ist, wenn eine Überraschung dabei ist, wenn jemand zu Schaden gekommen ist, wenn es sehr zeitnah ist, das ist übrigens der Unterschied auch zur Klimakrise, die ist nicht zeitnah genug. Covid, ja, das ist sehr zeitnah. Ich kenne meinen Nachbarn, jeder kennt mittlerweile, glaube ich, jemanden, der in irgendeiner Form davon betroffen ist. Das heißt, es ist präsent. Die Klimakrise, ja, ich spüre sie ja eigentlich gar nicht richtig. Immer noch Skifahren und so, ja. Also das ist noch nicht so richtig bei den Menschen angekommen. Das hängt mit an diesen Nachrichtenfaktoren. Das, glaube ich, ist ganz auch wichtig, um zu verstehen, warum das eigentlich so ist. Und das ist einfach auch sehr, sehr menschlich, will ich mal so sagen. Das letzte Punkt hier, Vermeidung von kognitiver Dissonanz. Ja, ich habe meine Meinung. Und klar, möchte, wenn ich auch viele, viele Jahre mit dieser Meinung aufgewachsen, sozialisiert bin oder mein Berufsleben, diese Meinung ungern verändern. Das heißt, ich suche einfach auch nach den Informationen, die mich bestätigen. Echo Chamber, Filterbubble, Begriffe, die geläufig sind, die man, glaube ich, nicht mehr groß erläutern muss, aber hat ganz viel damit zu tun, wie der Mensch als Einzelner eigentlich tickt. Und ich glaube, das ist übertragbar auf jeden Einzelnen. Gut, und dann wissen wir auch hier, das ist natürlich Traditional Media, so kenne ich das noch, meine Generation, die Generation, die jetzt nachwächst, und da sehe ich eigentlich auch fast hier gar niemanden im Raum. Ich hoffe, dass vielleicht die ein oder anderen zuschauen, die kennen das gar nicht mehr so richtig wie hier One to Many, ich gebe was schön raus, da habe ich mein Publikum, das war's. Ja, die Art der Kommunikation geht so schnell, One-to-One, natürlich gibt es doch die persönliche One-to-One und natürlich auch die One-to-Many, aber dieses Many-to-Many, diese Geschwindigkeit, das ist wirklich etwas, was eigentlich erst mit 2004, Gründung von Facebook und dann, ja, 2014, 16, 17 kam Instagram, kam Snapchat und TikTok, ja, sind Kanäle, die auf einmal entstehen, von denen wir dann hören und erstmal merken, nachdem eigentlich schon im Netz ganz viel auf diesen Kanälen gelaufen ist, kommt es zu uns, ja, auch gerade vielleicht die Älteren, die sich nicht so stark damit beschäftigen, sagen, oh, da passiert ja was. Aber in der Zwischenzeit ist da schon ganz viel passiert und wir hinken eigentlich schon wieder auch als Wissenschaftler hinterher und versuchen es dann zu analysieren schon vielleicht schon wieder irgendwas, was schon wieder vorbei ist. Ja, also es ist ein kleines Dilemma. Genau, und man sieht hier an dem unteren eben auch sehr schön nochmal diese Knotenpunkte und auch sogenannte Meinungsträger, Beeinflusser, Social Hubs, eben diese Knotenpunkte. Jeder, klar, Sender-Empfänger-Modell, klassisches Kommunikationsmodell, funktioniert nicht mehr so, wie wir es früher hatten. Jeder kann zum Sender werden, jeder kann zum Empfänger werden. Wir sind die Prosumer, jeder Einzelne, wir produzieren und wir konsumieren. Und das ist auch eine ganz grundlegende Veränderung, die auch viel von diesen doch auch populistischen Punkten begründet. Hier eine Umfrage in Deutschland, recht aktuell, 2020/21, wurde auch von der Bildungszentrale für politische Bildung aufgenommen. Hier ist die Originalquelle. Wenn man jetzt nochmal die 24,8 dazu nimmt, dann ist es fast jeder Zweite in Deutschland, in diesem Jahr zumindest, denkt, es gibt Geheimorganisationen, die großen Einfluss auf politische Entscheidungen haben. Und was ich auch wichtig finde, ist, ich vertraue meinen Gefühlen mehr als sogenannten Experten, ja, 2/3. Das zeigt eigentlich auch genau diesen Prozess, den ich versucht habe, vorher darzustellen, diese Emotionalisierung, ja, und auch, was vielleicht auch Petra Missomelius gesagt, diese Daten, ja, wem vertraue ich eigentlich? Wir haben morgen noch Vorträge, hat Franz Eder gesagt, zum Thema Expertentum. Wer ist eigentlich der Experte? Bin ich das? Ja, ist das jeder? Ist das jeder, Sender und empfangen kann? Oder sind das die Wissenschaftler? Welche Wissenschaftler eigentlich? Das ist sehr, sehr schwierig, dann auch für die Bevölkerung einzuordnen. Ich glaube, aus dieser diffusen Einordnung entstehen dann einfach extreme Unsicherheiten.
Ja, wir haben jetzt diese ersten drei Punkte uns angeschaut. Ich gehe jetzt noch mal ganz kurz, viel Zeit habe ich nicht mehr, aber auf die Maßnahmen ein. Wir haben die, Petra Mitsomelius hat es angesprochen, Infodemie. Infodemie kommt von der WHO, die diesen Begriff eigentlich dann eben auch durch Corona erst geschaffen hat. Und die strugglen momentan alle gegen diese Falschmeldungen in irgendeiner Form anzukommen. Überangebot an Informationen, von denen manche irreführend oder sogar schädlich sein können. Unüberschaubare Menge. Sie kann es erschweren, präzise, evidenzbasierte Informationen und Empfehlungen in Bezug auf öffentliche Gesundheit zu erstellen. Aufgrund ihres Umfangs und ihrer Zugänglichkeit und Allgegenwärtigkeit zu Angstzuständen, Sorgen und anderen psychischen Gesundheitsproblemen führen, die Menschen dazu veranlassen, irreführenden oder sogar gefährlichen Ratschlägen zu folgen, Ermüdungserscheinungen sowie Desinteresse und Ablehnung gegenüber gesundheitlichen Botschaften hervorrufen und Xenophobie, Hass und Ausgrenzung Vorschub zu leisten. Das andere hier ist die Europäische Union, die auch massiv aufgestockt hat mit einer eigenen Abteilung, EU versus Dis, also Disinformation. Und man hat jetzt auch erkannt, ja, Politik hinkt immer wieder der Technik hinterher. Die Maßnahmen kommen immer viel, viel, viel zu spät, aber es kommen Maßnahmen. Es gibt jetzt auch den Digital Services Act, den Digital Markets Act, der in Prozess sozusagen der Ausarbeitung ist. Die Kommission hat den Vorschlag gemacht, es liegt jetzt beim Rat und beim Parlament. Wird noch Jahre dauern, bis das endlich, sage ich mal, greift. Aber da passiert was eben, auch was offline eh schon passiert, online entgegenzuhalten, eben Maßnahmen zu greifen. Man versucht jetzt mit den Online-Plattformen zusammenzuarbeiten und auch immer wieder zu verweisen auf nicht nur die WHO, sondern die European Center for Disease Control, wo auch genauso Informationen zur Verfügung gestellt werden. Dieser Code of Practice on Disinformation, wir erfahren immer mehr auch, dass tatsächlich die Plattformen sich bewegen, sehr, sehr langsam. Natürlich steht in vorderster Linie der Profit, aber sie wollen natürlich auch keine Image-Schädigung im größeren Stil erreichen und von daher arbeiten sie schon zusammen. Es gibt Monthly Reports, es besteht aber jetzt keine Verpflichtung, da teilzunehmen und auch keine, Sanktionsmöglichkeit. Ja, das heißt immer Schutt und Wood, ja, aber Gesetzesmaßnahmen, wie gesagt, die sind in der Ausarbeitung. Ich hatte diese Website angesprochen, EU versus Disinformation, und da kann man eben auch feststellen, dass massiv Beeinflussungen eben von Seiten Unterstützer der Kreml-Anhänger oder direkt aus dem Kreml kommen. Und da hat die Europäische Kommission eben auch dagegen zu halten und entsprechend das aufzudecken. Da kann man reingehen, da kann man sich viele, viele Beispiele anschauen. Dasselbe mit der NATO, ja, Countering Disinformation, Improving the Alliance, Digital Resilience. Und sie schreiben eben hier, Twitter has over 350 million active users. Facebook hat an die 3 Milliarden User. Jetzt muss man natürlich überlegen, auch wie viel sind von diesen Accounts tatsächlich auch Fake-Accounts. Ja, da muss man, glaube ich, mal einen ordentlichen Schwung abziehen. Aber immer 3 Milliarden ist sehr viel. Weltbevölkerung 8 Milliarden, 3 Milliarden. Also da haben wir schon bald fast die Hälfte der Weltbevölkerung erreicht, die einen Facebook-Account hat. Aber wie gesagt, man muss diese falschen Accounts irgendeiner Form natürlich auch noch berücksichtigen. Genau, also sind alle hier, Human Fact-Checking is in itself subject to error, misinterpretation and bias. Klar, das Letzte aber zeigt hier vom 12. August 21, das ist der Puls der Zeit. Was machen die Plattformen? Ja, sie löschen Tweets, sie verlinken auf seriöse Gesundheitsinformationen, sie sperren und entfernen Accounts, also das Twitter-Account von Trump, klar, ist doch gut in Erinnerung, ist tatsächlich dann gesperrt worden. Genauso Russia Today, ja, RT, die eben deutsche Variante, ich habe es schon angesprochen, extrem von Russland-Seite subventioniert werden und gestützt werden. Einschränkung der Weiterleitungsfunktion, dass man eben diese Kettenreaktion versucht zu unterbinden, dass nicht so viele Nachrichten einfach weitergehen. Blocken von Anzeigen, ja, mehrere Tausende pro Woche. Man sieht das Volumen, das da im Netz eigentlich entsteht.
und eben diese unabhängigen Faktenchecker. Wobei, Rubicon habe ich jetzt auch gesehen, aktuell großes Fenster, bitte spendet, wir sind unabhängig, wir machen objektiven Journalismus und dergleichen. Das heißt, auch da wieder ein Erschwernis, wer ist jetzt eigentlich von dieser Website, einer, der tatsächlich aufdeckt oder einer, der eigentlich nur Geld will? Ja, weil die sind ja auch immer sehr geschickt, dann auch visuell gestaltet, diese Websites. Gut, dann individuelle Maßnahmen, da muss ich jetzt hier bei Ihnen, gerechte Quellencheck, nichts sagen. Aber ja, nochmal, es gibt seriöse Checkmöglichkeiten und auch gerade für die Jugend beispielsweise ist Mimikama immer ein gutes Beispiel. Mimikama.at deckt auch immer wieder Missstände auf, nicht nur was Corona anbelangt, sondern auch geht auch in andere Bereiche hinein. Abgesehen davon natürlich Quellencheck, findet man diese Information in mehrfacher Form im Netz. Ja, wer steckt dahinter, ich gehe aufs Impressum und so weiter und so fort. Ja, Entwicklungen gehen sehr schnell, das Fazit, Politik hinkt zeitlich immer hinterher, die Technik ist einfach immer schneller und man muss, glaube ich, massiv da einfach aufstocken und das Bewusstsein schärfen, dass wir doch auch als Wissenschaftler verstärkt da hinschauen, vor allem was die junge Zielgruppe macht. Ja. Auch gerade Wahlen, ja, wir werden morgen wahrscheinlich einiges hören, wahrscheinlich wäre die Wahl in Deutschland nicht so ausgefallen, wenn die CDU, sage ich mal, im Internet ein bisschen stärker aktiv gewesen wäre, die FDP und die Grünen sind sehr, sehr stark, die SPÖ eben auch, Strache hat damit angefangen, extrem stark und damit wird die junge Zielgruppe erreicht. Ja, die wird nicht mehr über Printmedien, Zeitungslesen erreicht, sondern wir müssen auf Instagram gehen, Facebook ist auch schon nicht mehr für die 13-, 14-, 15-Jährigen relevant, sondern man muss schauen, was passiert da eigentlich in diesen Social-Media-Kanälen, die momentan, sage ich auch, aktuell sind. Das kann in 2-3 Jahren schon wieder anders sein. Da ist TikTok schon wieder out oder Facebook sowieso immer am Puls der Zeit bleiben. Social Media Listening ist das Keyword. Ja, damit vielen Dank. Ich schließe meinen Vortrag mit einem Filmtipp auf Arte. Propagandamaschine Social Media ist am 5.10.21 erschienen, hat mich schwer beeindruckt, ist sehr gut aufbereitet und zeigt auch nochmal diese ganze Dimension, die auch in anderen Ländern auch die Politik und auch die Führung von einzelnen Ländern begründet, warum eigentlich bestimmte Politiker da und welche Form der Methoden, Stichwort Indien und WhatsApp, immer noch an der Macht sind. Und das wird da sehr, sehr gut erklärt. Vielen Dank. Entschuldigung, ich habe, glaube ich, ein ganz klein bisschen überzogen. Aber danke nochmal fürs Zuhören. Ja, das passt schon. Sie haben aber auch eine extrem spannende und komplexe Frage schon aus dem Netz bekommen. Ich würde aber trotzdem wieder so weiterfahren, wie wir den ersten Teil gemacht haben und würde jetzt das zweite Referat hereinnehmen, dass wir dann beide Referate gemeinsam diskutieren können. Ich darf Ihnen last but not least Eberhard Wolf jetzt einführen, der mit einem Referat die Genese der gewesenen Genesenen, Corona als Plattform von Umdeutungen referieren wird. Herr Wolf studierte 1978, 79 bis 86, 87 empirische Kulturwissenschaften, Volkskunde und Politikwissenschaften an der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen, also EKW. Im April 87 graduierte er dort zum Magister Artium mit der Magisterarbeit Gesundheitsverein und Medikalisierungsprozess, der homöopathische Verein Heidenheim 1888 bis 1945. 1995 wurde er zum Dr. Rea Sotz promoviert mit der Arbeit Einschneidende Maßnahmen, Bockenschutzimpfungen und traditionelle Gesellschaften im Württemberg des frühen 19. Jahrhunderts. Und 2009 ist eben durch die Philosophisch-Historische Fakultät der Universität Basel die Venia Docenti für Kulturanthropologie für seine Habilitationsschrift Die Architektur einer modernen jüdischen Identität, Medizin und Ärzte im deutschen Judentum der Reformära 1750 bis 1850 verliehen worden. 2017 erfolgte die Ernennung zum Titularprofessor für Kulturanthropologie durch die Universität Basel und Professor Wolf ist als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dozent und Sammlungsbeauftragter am ISEK, Institut für Sozialanthropologie und empirische Kulturwissenschaften, tätig. Ja, ich darf Sie bitten, zu uns zu kommen, um Ihren Vortrag zu halten. Jetzt habe ich vergessen zu sagen, Zürich. Ja, einen schönen späten Vormittag.
mein Beitrag über die Genese der gewesenen Genesenen, als ich das rausgesucht habe, waren die IES gerade im Sonderangebot, habe ich angelegt als eine Art Probebohrung. Das ist eine Probebohrung für mich. Vor 10 Jahren bin ich auf einer Tagung in Radgersburg in der Steiermark gewesen. Und da habe ich dort gehört, dass die in den 70er Jahren Probebohrungen gemacht haben in die Erde, weil sie Erdöl gesucht haben. Was sie dann gefunden haben, können Sie sich daraus erklären, dass es jetzt Bad Radgersburg heißt. Ich mache auch eine Probebohrung, bin aber, und das ist mir wichtig zu sagen, sozusagen noch nicht so ganz dorthin gekommen, wo ich jetzt genau weiß, was dann als große Fontäne rausspritzt. Ich habe ein paar Vermutungen. Also, es ist ein erster Einstieg, den ich gemacht habe. Mein Thema sind Bedeutungsveränderungen des Begriffs des Genesenen im Sinne von genesen sein im Zuge von Corona. Der Aufbau meines Vortrags, ich beginne mit einer Einleitung, ich grenze den Begriff genesen ab, ich gebe eine grobe Skizze des herkömmlichen Begriffsverständnisses, ich fokussiere dann auf leichte Bedeutungsverschiebungen des Begriffsverständnisses von genesen im Zuge von Corona und kommen dann sozusagen zum Kern, die Überlagerung des herkömmlichen Verständnisses durch neue Begriffsverständnisse unter den Bedingungen eines Epidemieregimes. Ich vergleiche das zusammenfassend dann den dominanten und den alten, das alte Begriffsverständnis, mache ein kurzes, vorläufiges Fazit und einen Ausblick. Und wozu wir ziemlich sicher leider keine Zeit mehr haben werden, sind sehr, sehr auch, finde ich, unterhaltsame und interessante Reibungsflächen zwischen dem herkömmlichen und dem neuen Begriffsverständnis. Ich bin Kulturwissenschaftler und Kulturwissenschaftler und Kulturwissenschaftlerinnen befassen sich häufig oder gehen ihre Themen häufig an. Erstens über das Konkrete, sie gehen es induktiv an, aber auch über das scheinbar Unbedeutende. Und deshalb habe ich mich mit diesem Begriff des Genesenen, ist der mir plötzlich sozusagen in das Hirn gepoppt, hey, das ist doch eigentlich interessant, da taucht ein neuer Begriff auf, der plötzlich sehr, 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 sehr viel häufiger verwendet wird als vorher. Es ist, das wissen wir alles, ein Teil von 3G und 3G ist ja heute so etwas wie die derzeitige hegemoniale Vergesellschaftungsform. Ich war gestern Abend noch Abendessen, da stand vor dem Restaurant ein Schild, 3G heißt bei uns gebraut, gezapft, getrunken. Das meine ich jetzt nicht, ich meine das wirkliche 3G. Ich habe selber Vorarbeiten gemacht über zwei von den 3Gs, über Impfungen und über Selbsttests und deshalb ist das sozusagen mein drittes G, das ich mache. Ich rede heute das erste Mal über dieses Thema. Es ist ein erster Einstieg. Konzeptueller Hintergrund muss ich nach diesem Vormittag nicht mehr unbedingt sagen, ich gehe von der diskursiven Konstruiertheit von Gesundheitszuständen aus. Und noch ein bisschen etwas zu meinen Quellen. Ich habe eine Google-Bilder-Recherche gemacht im Vorfeld dieses Vortrags, beim Vorbereiten dieses Vortrags. Das ist jetzt nicht die most sophisticated Methode. Ich habe das eigentlich mehr zum Illustrieren gemacht und teilweise war es dann aber auch eine Quellenrecherche. Ich habe das Ergebnisse dieser Google-Bilder-Recherche zum Thema Genesen, die relativ aktuell ist, also von meinem Computer aus, was das dort angezeigt worden ist, habe ich eingebaut, damit Sie sehen, was das ist, was das Häufige sind. Das sind Hinweisschilder, das ist teilweise der Online-Handel von Hinweisschildern, aber auch Corona-Merchandise und andere Illustrationen, in denen ich gesehen habe, wie wird der Begriff genesen visuell, grafisch, nicht mit Worten umgesetzt und habe das in meinen Vortrag eingebaut. Kleine Abgrenzung, der Begriff genesen ist doppeldeutig als Verb. Das Genesen ist ein Prozess, das ist der Prozess des Genesens, wenn man noch nicht gesund ist und erst auf dem Weg dorthin ist. Und Genesen als Partizip ist der Zustand am Ende dieses Prozesses. Und bei mir geht es jetzt darum, dass ich das Genesensein als Zustand thematisieren will. Und das ist auch das, was in den 3G thematisiert wird. Deshalb habe ich das herausgegriffen und genauso ist auch der Begriff der Genesung doppeldeutig und lässt sich an Wilhelm Busch illustrieren. Vielleicht kennen Sie dieses bekannte Bild mit der bekannten Zeile, 3 Wochen war der Frosch so krank, jetzt raucht er wieder, Gott sei Dank. Frage, ist dort Genesen als Prozess oder als Zustand dargestellt?
3 Wochen war der Frosch krank, müsste man sagen, es ist eigentlich, er ist schon genesen, er ist schon wieder gesund. Er war so krank, also ist er vielleicht doch noch ein bisschen krank, ist der Prozess des Genesens noch am Laufen. Jetzt raucht er wieder, ist das ein Zeichen des jetzt Gesundseins, aber er hat noch diese Augenbinde, das heißt, er ist vielleicht doch noch nicht so ganz gesund. Das heißt, man muss das ein bisschen versuchen zu trennen. Sehr, sehr vereinfacht möchte ich eine ganz kurze Skizze des herkömmlichen Begriffsverständnisses von genesen oder genesen sein geben. Und das ist, läuft hier wirklich sehr, sehr, sehr vereinfacht. Und es müsste natürlich, der Begriff historisiert werden. Das ist mir vollkommen klar. Es geht also darum, eine Krankheit hinter sich gebracht zu haben, eine Krankheit überstanden zu haben, gesund zu sein oder wieder auf den Beinen zu sein, wie man es bei diesem Buchcover zum Beispiel sieht. Da ist der Prozess des Genesens abgebildet. Und was dann auch noch in der medizinischen Presse, die ich zum Teil mir angesehen habe, wie die mit dem Begriff, wie dort der Begriff des Genesenseins auftaucht, habe ich gesehen, dass der vor allem vor 2020 relativ selten ist, vor allem im Vergleich zum Begriff geheilt. Und das zeigt eben, dass das Genesen nicht die aktive Handlung des Heilens mit impliziert. Und das Heilens, da ist eben irgendeine Kraft oder eine Person, die geheilt hat. Und in den medizinischen Presse taucht natürlich der Begriff des Geheiltseins viel, viel häufiger auf. Es ist ein individueller Zustand, der ist zum Teil subjektiv definiert. Er ist relativ unscharf, das habe ich jetzt auch schon an dem Wilhelm Busch-Bild versucht zu illustrieren. Der ist eigentlich nicht endend. Man ist nicht irgendwann nicht mehr genesen. Das hört eigentlich auf. Allenfalls, wenn die Genesung schon eine ganze Zeit lang her ist, dann verschwimmt die vielleicht oder verblasst sie langsam in der Bedeutung. Und ich meine, das Genesensein hat eine sehr begrenzte rechtliche Bedeutung. Beim Krankschreiben, beim Krankgeschriebensein zum Beispiel. Aber im Wesentlichen wird die Verwendung des Begriffs des Genesenen eigentlich eher in einem individuellen, unbestimmten, bestimmteren Umfeld verwendet. Er hat viele emotionale Qualitäten, fiel mir auf, nur zur Illustration, ein Buchcover von der Psychose Genesen, also dieser Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, da werden ganz stark Emotionen gesetzt. Es ist ein positiv besetzter Zustand und das kommt auch von seiner etymologischen Bedeutung her. Er baut auf den Begriff des Entkommens, die Bedeutung des Entkommens, Überlebens und Gerettetwerdens auf. Und er ist zum Teil eben wirklich eine, könnte man fast mit den Worten von Abi Warburg sagen, eine Art Pathosformel und er ist zum Teil eben sehr, sehr pathetisch benutzt worden. Vielleicht ist Ihnen in den Sinn gekommen, das Gedicht von 1860 des nationalistischen deutschen Dichters Emanuel Geibel, wo diese eine Zeile dann sehr in die Geschichte eingegangen wird. Und es wird am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. Da taucht dieser Begriff des Genesens auch sehr pathetisiert auf, der ja dann sozusagen jetzt vor allem in der kritischen Distanzierung verwendet wird. Oder, wenn Sie sich in der Musik ein bisschen auskennen, Eduard Mörike hat 1838 das Gedicht der Genese an die Hoffnung gedichtet von Hugo Wolf, dann 1880, vertont und an den Text müssen wir nicht mehr unbedingt machen, der ist sehr, sehr, er ist sehr pathetisch, das würde hier zu weit gehen. Hören Sie sich's mal an. Es gab leichte Bedeutungsverschiebungen im Zusammenhang dann mit der Corona. Ich nehme jetzt ein paar zufällige Beispiele. Man kann zum Beispiel im Internet einen Sticker kaufen, auf dem Genesen draufsteht. Und man kann sich vorstellen, was bedeutet da jetzt eigentlich das Genesen? Und ich würde sagen, so als meine leichte Interpretation, heißt eine Virusinfektion durchgemacht haben, in dieser Bildsprache, die dann da ist. Man kann einen anderen Button kaufen auf der Website www.genesen.eu. Die verkaufen Buttons und T-Shirts. Ich weiß nicht, warum die Genesen.eu heißen. Und das ist eigentlich hier eher so, da sieht man auch wieder so diese Virussymbolik, aber gleichzeitig ist es eher so die Aussage, genesen sein heißt einer Virusinfektion getrotzt zu haben, die da ist. Oder dann auch ein T-Shirt, das man kaufen kann im Internet, genesen und immun, das heißt, genesen sein heißt immun sein, sozusagen wird gleichgesetzt als immun sein. Leichte Bedeutungsveränderung. Ich habe
dann gesehen, dass dann in einer späteren Phase als das, neben diesen leichten Begriffspräzisierungen, Verschiebungen, Zurechtrückungen gegeben hat, stärkere Bedeutungswandlungen des Begriffs genesen im Zusammenhang mit dem Umgang mit Corona. Eines, was mir aufgefallen ist, ich habe eine grobe Sichtung des Begriffes Genesen gemacht in medizinischen Fachzeitschriften zu Beginn von Corona. Und da kam mir doch, in den habe ich deutlich gemerkt, dass der Begriff des Genesenen dort häufig im Zusammenhang mit der Frage verwendet wurde, ob eine genesene Person noch eine Ansteckungsquelle für andere sein könnte. Das ist mir plötzlich aufgefallen, einfach dadurch, dass ich gesehen habe, ich sehe mir eine Zeitschrift an, ich glaube, es war das Deutsche Ärzteblatt, das ich angesehen habe, wie taucht da 2020 der Begriff Genesen auf, und habe plötzlich gesehen, was da für ein Diskurs abgeht über diese Frage. Und das heißt, eine genesene Person, es geht mir um Begriffsverständnisse, eine genesene Person wird hier zu einem potenziellen Risikoträger und einer potenziellen sozialen Gefahr. Und das finde ich doch eine ganz, ganz erhebliche inhaltliche Verschiebung, die sich da zum herkömmlichen genesenen Begriff gegeben hat, genesen sein also als potenzielles Risiko. Im Laufe der Quarantäneverordnung wurden dann Genesene von Melde- und Quarantänepflichten ausgenommen. Genesen sein wurde damit, das ist ein weiterer Schritt, zu einer von mehreren juristischen Ausnahmekategorien. Finde ich auch etwas, was man einfach sich nochmal klar machen muss. Genesen wird von einem emotionalen Zustand zu einer juristischen Ausnahmekategorie. Und dann kam 3G sozusagen. Und dann habe ich mir das genauer angesehen, wie wird Genesen im Zusammenhang mit diesem 3G-Zutrittsvoraussetzungsregime, wie taucht da der Begriff des Genesens auf? Zunächst einmal, ich habe jetzt wirklich auch einige Beispiele aus dem Internet genommen, hier zum Beispiel das Europabad in Karlsruhe, das irgendwann in ihrer Facebook-Präsenz dargestellt hat, dass jetzt das Zutrittsregime entfällt, und zu dem zählen, als erstes steht genesen, getestet, geimpft, zählt das Genesensein, zählt zu diesem Voraussetzungsregime, und ich fand es auch in dieser Illustration sehr schön, weil hier der Begriff der Voraussetzungen auch benutzt worden ist. Das heißt, Genesensein wird als Teil, als Voraussetzung angesehen und als Teil dieses Voraussetzungsregimes. Das ist eigentlich uns allen klar. Jetzt kommen im Folgenden mehrere solche grafischen Umsetzungen und Erklärungen von 3G oder zum Teil 2G, wie sie dann verbreitet worden sind, sehr häufig, zum Teil sehr weit häufig verbreitet worden sind. Also zufälligerweise habe ich jetzt diese Grafik aus einem Tennisverein in Tulln in Niederösterreich gefunden, aber eine Internetrecherche zeigt, das ist eine Grafik, die sehr häufig in Österreich verwendet worden ist. Und jetzt da die Frage, auf der rechten Spalte sehen wir Genesen, wie wird Genesen gesehen? Und erstmal ganz klar, der erste Haken, in vergangenen 6 Monaten Erkrankung überstanden. Da sehen wir den klassischen Begriff des Genesenen. Die Person hat eine Erkrankung überstanden. Und es kommt aber noch was Zweites dazu. Als Beleg gilt Antikörpertest, nicht älter als 3 Monate, oder Absonderungsbescheid. Ich vereinfache das jetzt hier mal. Genesensein sehen wir hier einerseits als überstandene Erkrankung. Das ist übrigens das einzige Beispiel, das ich gefunden habe, wo das wirklich so dargestellt worden ist bei diesen 3G-Grafiken, aber gleichzeitig auch genesen sein als etwas mit Test oder Bescheid zu belegen. Das finde ich auch eine ganz wichtige Sache, denn bei meiner Hauptfrage der Veränderung von Begriffsbedeutungen. Das lässt sich ähnliches an verschiedenen anderen grafischen Umsetzungen darstellen, zum Beispiel in der Firma Bike Label, deren Produkte man über Amazon auch kaufen kann, gibt es zum Beispiel dieses Schild, das sich kaufen lässt, und da wird eben auch das 3D dargestellt. Genesene, wie wird das Genesen dargestellt? Das Genesen in der Mitte wird dargestellt einfach als ein Papier mit einem Haken.
Das heißt, ich habe es mal so formuliert, genesen sein wird ausschließlich zum Besitz einer offiziellen Bestätigung. Also genesen ist, wer so ein Papier hat. Dieser Mensch ist genesen. Und das gibt es jetzt häufiger auch. Zum Beispiel, das habe ich jetzt aus dem Vorarlberger Landeskrankenhaus genommen, da auch wieder in der Mitte genesen, wird einfach als Papier dargestellt mit einem Haken. Geht so Richtung Bestätigung. Hier schon ein bisschen weiter, die obere drei Reihe, wo geimpft, genesen, getestet dargestellt wird. Wie wird das Genesen dargestellt? Als Papier auch, als PCR-Test. Und es steht genesen drunter, aber das steht ja auf dem PCR-Test eigentlich gar nicht drauf. Das heißt, vielleicht kommt mir jetzt im Moment erst die Idee gerade, als ich das sehe. Das heißt, da wird sozusagen die Verbindung auch sogar nochmal explizit gemacht. Es ist ein Papier, das einen PCR-Test bescheinigt und das ist sozusagen identisch mit dem Genesensein, der PCR-Test. Genesen sein wird identisch mit einem PCR-Test, dass das sozusagen auf der grafischen Darstellung auch nochmal dargestellt worden ist. Und, das ist jetzt mein letztes von diesen Beispielen, ein Schild, das man kaufen kann für die 2G-Regeln auf schildereinkauf.de, da kommt unten genesen und da steht dann genesen, Nachweis, positiver PCR-Test, der Test muss mindestens 28 Tage und darf maximal 6 Monate alt sein. Ich habe das Gefühl, dass in diesem Schild am typischsten sozusagen das aktuelle, dominante, überlagernde Bild von dem, was genesen ist, sich dargestellt ist am klarsten. Genesen sein heißt, ein positives PCR-Testergebnis vorweisen können, das mindestens xx Tage alt ist und das höchstens yy Tage alt ist. Das ist ein genesener Mensch. Und hier vielleicht auch nochmal ein anderes Beispiel, das genau das Gleiche zeigt, in der Mitte genesen, Personen mit Genesennachweis, das heißt sogar noch, positiver PCR-Test, der mindestens 28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt, Quelle Lady Fitness, die Insta-Präsenz von Lady Fitness in Oldenburg. Ein Vergleich der Begriffsverständnisse habe ich jetzt mal sehr grob nebeneinander gestellt, links das herkömmliche, rechts das derzeitige. Herkömmliches Begriffsverständnis von Genesen über den unmittelbar vorliegenden körperlichen Zustand der Person bestimmt. Das derzeitige, überlagernde, das Begriffsverständnis über den hypothetischen Zustand der Person via Test bestimmt. Es ist auf der einen Seite ist der herkömmliche ist ein fließender, gradueller, qualitativer Zustand. Im neuen Sinn ist es ein absoluter, formalisierter, ein Ja-Nein-Zustand. Der alte ist eigentlich zeitlich offen, der neue ist zeitlich begrenzt. Der hat sozusagen das Genesensein, hat ein Ablaufdatum bekommen. Der alte läuft eher kontinuierlich und der neue ist einerseits, das muss man sich auch nochmal klar machen, der beginnt abrupt. Der beginnt von einer Sekunde auf die andere, beginnt der Zustand des Genesenseins. Der ist nicht irgendwann, ist er irgendwie da, sondern es macht Peng und er ist da. Abrupt beginnend und endend und er ist in beide Richtungen switchbar. Und wer mitverfolgt hat, was gestern der Schweizerische Bundesrat verfügt hat, ist, der hat die Genesenen Befreiung von Maßnahmen von 6 auf also das Zertifikat für Genesene in der Dauer von 6 Monate auf 12 Monate verlängert. Das heißt, mit einem Switch werden plötzlich Millionen Leute, also eine Bekannte von uns hat Corona sehr leicht vor gut einem halben Jahr durchgemacht. Sie war Genesene, sie ist vor einigen Wochen nicht mehr Genesene gewesen und durch die Pressekonferenz des Bundesrates gestern ist sie bling, wieder zur Genesenen geworden, switchbar, ein- und ausschaltbar. Oder wenn Sie an der Grenze zwischen Grenze am Bodensee zwischen Konstanz und Kreuzlingen, da gibt es so einen schönen Weg und da gibt es eine Linie, das ist die Grenze, wenn Sie da hin und her springen, sind Sie immer genesen, nicht genesen, genesen, nicht genesen. Das ist das, was ich mit dem switchbar ausdrücken möchte. Er ist der alte Teil subjektiv definiert, das ist eine gemischte Fremd- und Selbstdefinition, er ist im neuen Sinn ausschließlich fremd definiert von einer Fachperson, die legitimiert ist durch Politik. Er ist im alten Sinn emotionalisiert als eine Form von Gesundung.
Er ist im Neuanfang formalisiert und dann habe ich zusätzlich noch dazu geschrieben, er ist emotionalisiert, aber in einem ganz anderen Sinn, weil sozusagen in entsprechenden Menschen, die am sozialen Leben teilnehmen, ist der Besitz des neuen genesenen Zustands, hat ja eine sehr hohe Wirkung, weil er in einem Zutrittsregime Zutritt bedeutet. Und deshalb ist er natürlich auch, hat er auch bestimmte emotionale Qualitäten. Als Zutrittspass ist er emotionalisiert, auch positiv, aber auf eine ganz andere Art. Der Alte ist bedingt individuell und individuell alltagswirksam. Der Neue ist unmittelbar und spezifisch alltagswirksam. Der Alte hat eine begrenzte rechtliche Bedeutung, der Neue hat eine dominante rechtliche Bedeutung. Der Alte ist nur allenfalls nachgeordnete Voraussetzung und der Neue ist ganz dominant einer Voraussetzung. Also ich denke, es sind sehr, sehr, das sind einfach andere Begriffe, die da dahinter stehen. Vorläufiges Fazit und Ausblick von mir. Jetzt merken wir, dass die Probebohrung irgendwann mal so langsam dünner wird. Ich bin eigentlich, sagt man immer so, am Anfang der Arbeiten. Ich weiß nicht, wie weit ich da weiterkomme. Mit der Epidemie wurde ein neues, völlig anderes Begriffsverständnis des Genesenen in der Öffentlichkeit installiert. Dieser derzeitige Begriff der genesenen Person überlagert dominant das herkömmliche Verständnis. Als Nebeneffekt entstand der ganz neue Gesundheitszustand des gewesenen Genesenen, das war mein Titel. Und diese neue Begriffsdefinition wirkt unmittelbar auf die Gestaltungsmöglichkeiten unseres Lebens ein. Und jetzt geht es in den Bereich des Allgemeineren und um die größeren Fragen, die ich eher als Fragen formuliert habe. Es kann darüber hinaus gefragt werden, wie weit sich darin, in diesem Prozess, eine Verschiebung im dominanten Verständnis und Erscheinungsbild von Medizin spiegelt. Sie merken, ich mache da ein großes Fass auf. Und das ist aber wirklich nur als Frage gestellt. Und deshalb ist mein Vortrag auch eigentlich eher so eine Art Anregung für mich selber, aber auch für alle anderen gedacht oder einen Vorschlag in eine Diskussion einzusteigen. Also ändert sich das? Gibt es da wirklich, zeigen sich da ganz unterschiedliche, andere dominante Verständnisse, wie wir Medizin heute verstehen oder wie Medizin in einem hegemonialen Diskurs anders verstanden wird? Und dies könnte ein Einstieg sein, Sie merken, ich werde noch allgemeiner, dies könnte ein Einstieg sein in die Frage, wie weit Corona eine Plattform für weitergehende Umdeutungen darstellte und dadurch aufbauend, wie weit dies als Ausdruck allgemeiner kultureller Wandlungsprozesse verstanden werden kann. Und jetzt aber dies zu beantworten, wäre Aufgabe eines größeren Forschungsprojekts. Sie merken, diese letzte Folie hat ein riesengroßes, für mich sehr, sehr großes Fass aufgemacht, das ich jetzt eigentlich mal offen lassen will, aber vielleicht können Sie reinsehen oder vielleicht können wir gemeinsam in dieses Fass mal reinsehen. Danke fürs Zuhören. Ja, herzlichen Dank. Einerseits, dass Sie uns das Genesen sein als transitorischen Zustand eingeführt haben, das lasst uns ja alle hoffen oder fürchten, ja. Und zum Zweiten, dass Sie sehr gut in der Zeit geblieben seien, so denke ich, haben wir jetzt schon noch Zeit, es ist jetzt knapp vor 12, aber ich glaube, wir sollten uns die Zeit für die Diskussion nehmen, die Referate sind es jedenfalls würdig und ich würde mit dem Internet anfangen, weil die Frage schon sehr lange steht, sie betrifft das erste Referat, es ist eine sehr komplexe Frage, die mehrere Fragen beinhaltet. Ich darf sie vorlesen. Ist die sprachliche Anleihe bei Kriegsmetaphern bzw. Begriffen nicht ursprünglich durch die Politik initiiert worden? Im Kampf gegen den Virus, Macron, ja, hat er das gesagt, das Virus ist ein Feind, Verbreitung bekämpfen etc. Also sozusagen holt uns das jetzt nicht einfach wieder ein, die Politik hat es ausgestreut und jetzt kommt der Kampf. Faktenchecker, das ist die zweite Frage, sind ursprünglich ja zur Überprüfung von Aussagen von Politikerinnen, vor allem im amerikanischen Wahlkampf entstanden. Wie, wann und weshalb kam es hier zu einem Wandel der Objekte des Faktenchecks? Und die dritte Frage, wieso braucht es Zensur? Kann sich nicht das beste Argument durchsetzen? Bitte, das ist an Sie gerichtet. Ich
kann es versuchen, ein bisschen herzudrehen, dann haben Sie. Ja, also vielen Dank. Die erste Frage oder die erste Anmerkung ist ja eigentlich so, dass ich die komplett unterstreichen möchte. In der Tat, dieser Begriff, es ist ein Kriegszustand, wir haben einen Feind, unterstreiche ich, kam von Macron, dem amerikanischen Präsidenten, dem französischen Präsidenten. Ja, richtig. Faktenchecker, ja, diese Problematik des Faktenchecks ist natürlich in erster Linie dann auch verstärkt worden durch, oder diese Notwendigkeit verstärkt worden durch Corona. Also diese Flut von Falschmeldungen und auch der Möglichkeit, die Meinung zu beeinflussen, hat natürlich jetzt auch viele auf den Bildschirm gerufen, da aktiv zu werden und im Sinne von Überprüfung der Fakten tatsächlich diese zu berichtigen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Stelle ich jetzt auch, wie dieser Begriff Faktencheck, dieser Begriff Fake News ist ja zum Zeitpunkt von Präsident Trump entstanden, der das erste Mal diesen Begriff Fake News publik und einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht hat. Also ab dieser Zeit ist diese ganze Problematik und auch mit die Art der Nachrichten Konsumation über vor allem dann auch Social Media. Ich meine, Trump hat ja sozusagen an den Journalisten vorbei, an den klassischen Gatekeepern Politik gemacht und die Menschen auf einer breiten Ebene informiert, was noch da natürlich wiederum auch eine breite Möglichkeit gegeben hat, in Interaktion direkt mit den Menschen zu treten. Und deswegen ist diese Dimension von Fakten Check ab dieser Zeit viel, viel stärker geworden. Ja, wieso braucht es Zensur? Kann sich das beste Argument nicht durchsetzen? Was heißt jetzt Zensur? Müsste ich jetzt gegenfragen, derjenige oder diejenige ist jetzt leider nicht da. Mit dem Begriff Zensur kann ich jetzt nicht so viel in dem Zusammenhang anfangen. Es geht einfach um Überprüfung und um Darstellung von Tatsachen. Ja, hat jetzt mit Zensur eigentlich weniger zu tun. Ja, herzlichen Dank. Das ist ja vielleicht nochmal doch noch, denke ich, eine wichtige Zurechtrückung, dass eben nicht alles Zensur ist, was die angeblich freie Meinung verhindert. Ich hoffe, die Fragen wurden erschöpfend beantwortet. Ansonsten bitte einfach nochmals weitere Fragen stellen. Jetzt sind hier gleich drei Hände hochgeschossen. Vier, jetzt fange ich bei Dirk an, weil er es zurückgezogen hat beim letzten und gehe dann einfach rüber. Ja? Ja, herzlichen Dank für die spannenden Vorträge. Nur Fake News, man darf ja immer nicht vergessen, oder wenn wir auch über Trump reden, Fake News kam ja mit dem Parallelbegriff Alternative Facts. Ne? Also eigentlich, finde ich, geht es ja immer um Alternative Facts, weil Fake News war ja der Vorwurf an die etablierte Presse und die Alternative Facts sind daneben gestellt worden als das, wie man es auch sehen kann, oder? Die halbleere Mall als total voll oder so. Ne? Aber Fake News war ja eigentlich immer ein Angriff an die seriöse Presse als Begriff. Ne? Ich fand es total interessant, diese Begriffsverschiebungen, über die Sie geredet haben und habe eben, es ist eine Bohrung, also man kann jetzt auch nur, glaube ich, ein bisschen frei assoziieren, was einem noch dazu einfällt, aber dieses Genesensein kommt ja auf irgendeine komische Art und Weise auch mit einem Stigma daher. Also, weil man ist halt einmal krank gewesen und man fragt sich, aha, warum war der jetzt krank? Also offensichtlich hat er nicht aufgepasst. Oder hat sich nicht impfen lassen, I don't know. Ja? Und witzigerweise wird das ja auch belegt durch einen positiven Test, was ja total absurd ist, oder? Weil eigentlich müsste bei einem positiven Test bei allen die Alarmglocken schrillen und die Läden runtergehen, der darf ja nicht rein. Aha, aber wenn der positive Test alt genug ist, dann wird er plötzlich positiv gewendet ins Gegenteil
und wird zum Zeugnis der Genesung. Das ist ja, also da ist ja auch eine ganz komische Verdrehung drin, und dieses Genesen kommt aber auch mit so einem anderen Message irgendwie mit, aha, früher ist da aber was, ne, anders gewesen. Das finde ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob Ihnen dazu was einfällt, aber das finde ja irgendwie auch einen ganz interessanten Aspekt, dass diesem Genesensein auch dieses Stigma möglicherweise eingeschrieben ist, oder im Gegensatz zu den zwei anderen Möglichkeiten, eben geimpft oder getestet, die im Raum stehen. Ganz sicher, und nur ganz kurz, möglicherweise ist das auch sogar jetzt durch die Formalisierung etwas überlagert worden. Also ich meine, darüber ist ja auch, über Stigmatisierung ist am Anfang von Corona mehr geredet worden. Ich weiß nicht, vielleicht jetzt mal ungeschützt, wird jetzt vielleicht weniger darüber geredet. Oder nur eine Vermutung, ich weiß es nicht. Ja, man könnte auch bei Freud nachlesen, also mit der freien Assoziation und dem Genesen. Also vielleicht muss man auch da in der Ecke nochmal beginnen, aber da bin ich jetzt auch nicht firm genug. Elisabeth, bitte. Ja, zunächst danke für die beiden spannenden Vorträge. Ich würde sehr gerne noch etwas zu dieser Kriegssprache und Kriegsrhetorik sagen. Macron hat wahrscheinlich bei seinem Pasteur nachgesehen. Also diese Kriegssprache in der Medizingeschichte ist schon viel, viel älter und geht ganz deutlich nachweisbar Minimum bis in die Zeit der Bakteriologie zurück. Also das haben wir im Ersten Weltkrieg dann wieder ganz stark gehabt, ganz stark dann im Zweiten Weltkrieg wieder, und jetzt ist das Ganze wieder aufgegriffen worden. Das wäre das eine. Und das Zweite zum Genesen. Lieber Eberhard, vielleicht wäre auch eine Idee, dass man sich diese 3G-Bestimmungen einmal in anderen Ländern oder Sprachen ansieht und einmal überlegt, ob dort auch diese Verschiebungen passieren. Also im italienischen Sprachgebrauch, im Spanischen, im Französischen, dann könnte man das Genesen im Deutschen vielleicht ein bisschen besser oder die Bedeutung dieser Bedeutungsverschiebung besser einschätzen, wäre vielleicht dann auch leichter. Und vor allem, man muss auch immer überlegen, dass das Wort, der Begriff des Genesen oder des Genesenseins auch eine soziale Verwendung hat. Das heißt, in bestimmten Sprachgruppen unserer Bevölkerung wird Genesen kaum verwendet. Das ist schon ein relativ nobler Ausdruck, und ich denke, das muss man dabei auch berücksichtigen. Dankeschön für die Vorträge. Danke, finde ich wichtig. Ja, danke für auch nochmal die Erläuterung bezüglich dem Begriff Kriegsführung. Ich glaube, man muss einfach da auch noch den Begriff Hybrid davor setzen, diese hybride Kriegsführung, das ist das Neue, diese hybride Taktiken, die auf verschiedenen Ebenen stattfinden und die eben nicht so ganz klar, das ist der Feind, das ist der Freund, sondern derjenige, der in irgendeiner Form da ist, ist entweder unsichtbar oder handelt auf verschiedenen Ebenen, also vor allem in dem Fall nicht nur im Netz, sondern ich habe das Beispiel gebracht, auch über Taktiken, die vielleicht nicht gleich so zu erkennen sind im politischen Bereich. Aber Hybrid bezieht sich in klassischer Weise eigentlich auf mehrere Kanäle, die da bespielt werden. Mhm. Danke. Ja, bevor ich Sie dran nehme, darf ich noch mal kurz ins Internet gehen. Hier ist jetzt eine Präzisierung zu dieser Frage zur Zensur gekommen, die erscheint mir auch wichtig. Zensur im Sinne nämlich der Löschung von Inhalten auf verschiedenen Plattformen bzw. sozialen Medien, zum Beispiel eben YouTube-Community-Richtlinien im Wesentlichen abgestimmt mit der WHO. Auf YouTube sind keine Inhalte erlaubt, die medizinische Fehlinformationen zu Covid-19 verbreiten, die im Widerspruch zu medizinischen Informationen der Weltgesundheitsorganisation WHO oder lokaler Gesundheitsbehörden stehen. Ja, das ist natürlich schon eine sehr interessante Frage, wo es wieder um hegemoniale Machtfragen geht, und heute in der Früh war ja in den österreichischen Medien zu vernehmen, dass Donald Trump sich jetzt einen eigenen Kanal baut, nachdem er ja gesperrt bleibt bei den offiziellen. Wollen Sie dazu nochmal was sagen unter diesem Aspekt der Zensurverständnis? Ja, also ich bin jetzt mal hängen geblieben mit Donald Trump, weil in der Tat, ich meine, Donald Trump kommuniziert sehr stark, oder die Ideen von Donald Trump über 4chan. Also in USA. Bringt es was, Trump zu sperren? Das ist quasi als Zensur und verstanden. Das andere ist natürlich eine ganz große Diskussion, auch mit diesem Upload-Filter auf YouTube. Das heißt, das Problem, Kernproblem ist, dass man in der Tat ökonomisch profitorientierten Plattformen ein Gewicht dahingehend gibt, zu entscheiden,
was demokratietauglich ist und was nicht und wann Meinungen veröffentlicht werden dürfen und wann nicht und wo die Grenze ist. Und da gibt es in der Tat, und dem stimme ich dann auch dazu, Beispiele, wo auch gerade Facebook-Posts einfach gestrichen wurden, weil vielleicht so ein paar Keywords aufgetaucht sind, die anscheinend dann nicht in dieses Raster passen. Und man muss auch sehen, es gibt auch gerade im asiatischen Raum viele, die diese Posts und auch Filme anschauen müssen, die auch aufgrund der Flut dieses Checkens vollkommen überfordert sind. Also es werden da oftmals Inhalte gelöscht, die eigentlich gar nicht gelöscht werden hätten dürfen. Ja, also es ist eine ganz wichtige Frage und eine ganz wichtige Diskussion. Und da stehen wir gerade im Prinzip. Da gibt es auch keine richtige Lösung. Nur es sind immer Versuche, möglichst negative Beeinflussungen zu verhindern. Aber der Schaden, der dann dadurch auf der anderen Seite entsteht, ja, da ist ein Fragezeichen dahinter zu setzen. Ja, das wäre wahrscheinlich eine eigene Veranstaltung, würde sich lohnen. Bitte. Vielen Dank für die beiden Vorträge. Meine Frage geht an Frau Zeitl-Bank. Mich würde interessieren, wie Sie die Rolle der EU beim Aufbau einer eigenen, unabhängigen digitalen Infrastruktur einschätzen würden. Derzeit bewegt man sich in Europa ja mehr zwischen Silicon Valley, USA auf der einen Seite und Tencent, China auf der anderen. Aber Stichwort digitaler Humanismus, hier gibt es viele Bestrebungen. Bräuchte es in Europa hier mehr Unabhängigkeit oder wie Sie es in Ihrem Vortrag auch schon angedeutet haben, ist es dafür schon viel zu spät? Danke. Ja, oh, das ist jetzt eine Frage, die ganz verschiedene, viele Ebenen anspricht und bei mir gleich, ich weiß nicht, ob das in diese Richtung geht, aber auch die Rolle von beispielsweise einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk anbelangt. Also wie kann man es schaffen, sozusagen Plattformen als Gegengewicht, soll ich mal so sagen, zu ermöglichen. Da sind natürlich einige Bewegungen im Gange. Also ich würde es eher so von ein bisschen bottom-up sehen. Sie kennen sich ja auch gut aus mit TikTok beispielsweise. Die öffentlich-rechtlichen Kanäle, auch andere bespielen mittlerweile dort auch den Nachrichtenbereich. Das heißt, man versucht dort auch die junge Bevölkerung abzuholen. Man muss die Infrastruktur von der Europäischen Unionsseite zur Verfügung stellen, aber es ist natürlich immer erstmal eine nationale Geschichte. Ja, es ist schwierig, die EU kann jetzt nicht sagen, wir machen das jetzt unabhängig, sondern es geschieht immer im Zusammenspiel. Aber es müssen Dinge ermöglicht sein, aber die in erster Form natürlich auch erstmal auf der nationalen Ebene vorhanden sein müssen. Wir wissen, dass in Deutschland da teilweise das ein bisschen weiter ist, auch was die beispielsweise Ermöglichung von Archivierung von Material da ist. Das war ja bis 7 Tage nur beim Öffentlich-Rechtlichen, soll jetzt auch ausgeweitet werden. Man spricht jetzt vom ORF-Player, der kommen soll. Also da und auch Vernetzungen innerhalb von bestimmten Ländern, also Deutschland, Österreich, die dann auch gemeinsam bestimmte Kanäle bespielen. Also sowas wird sicherlich transnational, aber auch erstmal im gleichsprachigen Raum mit einer höheren Durchsetzungswahrscheinlichkeit bespielt werden können. Ansonsten verweise ich wiederum auf die beiden Gesetzesvorlagen, die momentan in der Schublade liegen, Digital Services Act und Digital Markets Act. Und da sind viele Beispiele, die in diese Richtung gehen. Ja, nicht direkt, dann ich hinten an der Liste. Dann würde ich jetzt Jan Hinrichsen bitten. Ja, auch von mir vielen Dank für die beiden Vorträge. Ganz spannend. Ich hänge so ein bisschen an diesem Begriff des Faktencheckers. Ich weiß gar nicht, ob das wirklich eine Frage wird, aber ich überlege immer, was sagt uns der eigentlich? Also was für ein Bild auch von Wahrheit, von Faktizität und sowas steckt hinter diesem Checken, das so irgendwie nach so einer kleinen Aufgabe irgendwie aussieht. So ist es eben. Aber das ist, glaube ich, nicht die Frage, die ich eigentlich stellen will. Meine Frage geht an Eberhard Wolf. Also ich habe mich sehr angesprochen gefühlt von dem Zwinker-Smiley auf der letzten Folie. Und also bin gerne bereit, irgendwie Fässer noch weiter aufzumachen und größere Fässer aufzumachen. Greife auch ein bisschen auf, was Dirk gerade noch sagte. Also ich fand das super interessant, diese Idee, also quasi was der Test bedeutet. Und habe mich gefragt, also sollte das Fass nicht tatsächlich größer werden, weil es ja nicht nur um Begriffe und Bedeutungen von Begriffen geht, sondern tatsächlich frage mich gerade so die biotechnologische Seite daran. Also gerade der PCR-Test
ist er eben nichts Absolutes. Also der zeichnet sich irgendwie dadurch aus, dass wir letztlich uns irgendwann geeinigt haben, diese Art der Quantität von Antikörpern oder S-Antigenpartikeln in Blutproben oder Rachenabstrichsproben setzen wir als genesen, krank oder wie auch immer. Also will heißen, biotechnologische Praktiken unterlaufen ja ganz oft genau das, was eigentlich am Ende der Blackbox unten rauskommt. Also der PCR-Test sagt genesen, ja oder nein. Aber ich frage mich, ob man also dieses Fass nicht auch noch aufmachen müsste. Und so, glaube ich, kommen wir auch vielleicht mal in den Dialog, weil das ist irgendwie das, womit ich mich ja im Moment beschäftige, die biotechnologische Seite daran. Und die Frage danach quasi, also es geht ja, wie gesagt, nicht nur um die Frage der Begriffe, sondern ja wirklich um also Biopolitik und Körperpolitik im ganz wörtlichen Sinne. Also der genesenen Ausweis macht Körper gesellschaftsfähig und das tut er aufgrund von körperlich beobachtbaren, gemessenen und verorteten Zuständen. So, und das, ich glaube, das wäre irgendwie das Fass, das ich noch zusätzlich aufmachen würde und fand das super spannend, was du da machst. Also mir sehr gut gefallen. Und vielleicht nur ganz kurz, möglicherweise ist könnte das dann auch zu unbequemen Fragen führen. Und möglicherweise ist das einer der Gründe, warum vielleicht zurzeit die Geisteswissenschaften auch nicht so den allerstärksten Stand, die Geistes- und Kulturwissenschaften nicht den allerstärksten Stand haben, weil das ja schon auch ein subversives Potenzial haben könnte. Ja, danke. Also die Frage ist natürlich schon, wo ist was Absolutes? Ja? Also man darf jetzt nicht nur den PCR-Test vorwerfen, dass er nichts ab. Fallen mir noch viele Dinge ein, die auch nicht absolut, aber die wir halt so gewohnt sind zu sehen. Jetzt ist hier noch eine Frage, bitte. Ich darf mit einem Dank für die beiden Vorträge anschließen und ich möchte jetzt gerade anknüpfen an dem letzten Geäußerten. Ich glaube nämlich, dass wir derzeit in einer unglaublich chancenreichen Zeit sind und dass es genau die Kultur- und Geisteswissenschaften braucht, die in Synthese mit den Gesundheits- und Naturwissenschaften jetzt wirklich Antworten generieren können auf das, wohin wir uns weiterentwickeln. Und Sie haben mit dem Genesen natürlich Aspekte der Gesundheit angesprochen und ich fände es unglaublich spannend, tatsächlich, wenn man Richtung weiterführende Forschung denkt, partizipative Designs mit einzuschließen und tatsächlich Menschen, nämlich überregional, zu befragen, wie sie denn in einem qualitativen Setting, nicht nur in einem quantitativen, wie sie denn tatsächlich ihr Genesensein erleben. Und das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, also aus dem Public Health Bereich und aus dem Therapiebereich kommend, habe ich viel Gespräche auch mit Ärztinnen und Ärzten und zwar auch mit Praktikerinnen, die bei uns auch im Forschungsbereich einfach, wo wir gemeinsame Projekte durchführen. Und es ist ganz spannend, wer denn jetzt wirklich die Qualifikation hat und die Verantwortung über gesund, krank, genesen, potenziell gefährdend und so weiter zu entscheiden. Und wie weit einerseits Ärztinnen in ihrer Expertise und andererseits Betroffene in ihrer eigenen Gesundheitskompetenz wahr und ernst genommen werden. Danke. Ja, herzlichen Dank. Damit schließt sich irgendwie der Kreis und ich bin ja auch wieder bei Marica Bodrovic, weil die das eigentlich ja auch aufgegriffen hat, nämlich das Fragen der Menschen, wie habt ihr das erlebt, ja? Was erlebt ihr hier? Und ihr Untertitel vom Buch heißt ja vom Innenmaß der Dinge. Ja, also auch hier können wir nochmal Anleihen nehmen. Danke für den anregenden Vormittag, den ich seit langem erlebt habe. Ich darf jetzt alle in die Mittagspause entlassen, wo immer Sie sie verbringen. Die Buffets sind uns noch nicht erlaubt oder mit derartigen Auflagen erlaubt, dass man sie kaum veranstalten kann. Interessanterweise geht es dann woanders einfacher. Also es hängt dann vom Regime ab, wo man ist und wem man unterliegt, das ist schon auch interessant, wäre schon ein nächstes Fass, das man aufmachen könnte. Und ja, um 14 Uhr hier in diesem Raum, im Kaiser-Leopold-Saal, den man nie sehen kann, aber der dahinter ist, glauben Sie mir, da fahren wir dann fort mit der Leben mit Corona. Ja, danke vielmals und eine gute Zeit.